muss ja auch noch alle Leute richtig einstellen. Aber ich sag schon mal Hallo und herzlich willkommen zum heutigen For the King Stream. Diesmal mit allen zusammen. Ich muss jetzt gerade nur alle richtig einstellen. Also, wieder For the King. Ich habe extra einen Zweitspielstand gemacht, damit Akaya hier mitdaddeln kann. Den starte ich jetzt instant. Man sieht, ich und Akaya sind beide Jäger. Wir sind alle Level 1, aber so kurz vor Level 2. Kai ist übrigens in der Viertelstunde nochmal weg. Der geht dann essen. Ich übernehme dann so lange, während der essen geht. Akaya hat noch keinen Plan vor dem Spiel, deswegen sind die Tutorials wieder an. Also, beziehungsweise, sie sind resettet. Ist meine Runde übrigens. Ich habe hier so abgespeichert. Zur Not drücke ich hier auch nochmal. Beides nochmal. Es aktualisiert sich aber, glaube ich, erst nachdem diese Runde beendet ist. Also, das hier ist die Karte, Akaya. Damit du schon mal Bescheid weißt. Hier können wir beispielsweise Sachen kaufen, uns heilen, etc. Kannst mit der Umschalttaste auch nachgucken, was es da so gibt. Also hier, herzlich willkommen bei den ersten Städten. Die Märkte, die in den Städten bieten ein umfangreiches Angebot an Waren und Diensten an. Dienste halt beispielsweise Flüche heilen. Deinen Fokus hier unten wiederherstellen. Da erklären wir dir gleich noch, was es damit auf sich hat. Obwohl, erklärt sich auch beim ersten Kampf. Oder Leben heilen. Und je nachdem, wie viel Geld du hast, kannst du natürlich auch Geld ausgeben. Hier können wir auch Questen annehmen. Habe ich aber schon gemacht. Gab nur Geld. Gab sonst nichts Gutes. Oder wir könnten auch Söldner anheuern für massig Geld. Und hier halt, was man so alles kaufen könnte. Das Angebot ist immer sehr riesig. Ja, Kai? Das sieht ja irgendwie schon ein bisschen bescheuert aus, nur mit dem Lendenschurz. Der Lendenschurz springt aber, guckt. Der kam aus einer Kiste raus. Guck mal, wie viel Ausweichen und Geschwindigkeit der bringt. Das ist schön, aber trotzdem sieht es irgendwie merkwürdig aus. Ja, schon irgendwie. Ich meine, in deinem Inventar befindet sich auch so ein Lendenschurz. So. Bei manchen Gebäuden, wie zum Beispiel bei dieser friedlichen Windmühle, da siehst du ja zum Beispiel so ein Auge da drüber, Akaya, ne? Du musst dann immer auf die Werte da unten gucken. Bei uns beiden wäre dieses Auge plus das Ausweichen, das ist dieser rennende Mann, am höchsten. Für uns ist das eher so ein Gebiet, wo wir das machen könnten. Da wird immer so ein Event stattfinden. Und je höher dein Wert ist, umso eher schaffst du dieses Event. Beispielsweise, da habe ich jetzt 83, das könnte man gut schaffen. Ich habe keine Ahnung, was dort übrigens passiert. Ja, hier könnte halt alles Mögliche passieren. Entweder man kriegt Beute oder man kriegt einen auf den Deckel. Da rechts sieht man dann immer, was dabei passieren kann. Zum Beispiel zu 47% kriegt man einen Gegenstand, 35% passiert nichts. Oder es besteht eine 7% Chance, dass ich einen Zug aussetze, 0%, dass ich zwei aussetze. Dann kommen hier die Augen und dann ist es random, ob die alle durchkommen. Du kannst da auch tatsächlich deinen Fokus rein investieren, was dir halt die Möglichkeit gibt, die Chance, dass du was bekommst, zu erhöhen. Und jetzt habe ich dadurch zum Beispiel einen Ginseng bekommen. Diese roten Felder, da kann man logischerweise kämpfen und alle die roten Felder drumherum, die du siehst, da werden deine Kameraden und gegnerische Einheiten mit in den Kampf mit reingezogen. Also du musst nicht bedingt alleine kämpfen. Empfiehlt sich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hier oben übrigens die Anzahl an Leben, die wir haben. So oft dürfen wir sterben, sind die Leben ausgegangen, heißt es Pustekuchen. Ich habe übrigens auch hier so weit gespielt wie beim letzten Mal. Wir haben beim letzten Mal hier auch den Hafen in Brand gesteckt und wir hatten eine Wache verkloppt, das habe ich noch gemacht. Das Wachhaus, wo wir heute hin müssen, das ist hier oben. Damit ihr da Bescheid wisst. Ich gehe mal in die Reichweite von dem königlichen Dude da. Nachdem man alles erledigt hat, hier unten auf Zug beenden drücken. Im Übrigen hätte ich gerne das Chatfenster da oben. Danke. Und dann ist der nächste dran. Jetzt ist zum Beispiel Sunny dran. Und wir sollten sich eigentlich auch alles erklären. Ja. Genau. Hier oben hast du die Zeitleiste. Setzt die aktuelle Runde an, das zunehmende Chaos, das ist der Bereich hier. Sonderereignisse sowie die Tageszeit.
Genau, was da jetzt genau passiert, das weiß ich, das wissen wir, also ich weiß das noch nicht. Gegner werden stärker und negative Effekte regnen auf uns rein, so gesehen. Ah. Naja, ich finde es auch ehrlich gesagt echt interessant, dass ihr mir versucht habt zu zeigen, indem ihr drauf zeigt, ich eure Zeiger aber nicht sehen kann. Du kannst den Zeiger nicht sehen? Nein, du siehst meinen eigenen. Du siehst doch den gelben Zeiger hier im Spiel, oder nicht? Nö, nur meinen eigenen. Okay, also da unten siehst du unsere Charaktere. Da unten links. Beispielsweise die rote Leiste, das ist dein Leben. Die blaue, das ist dein EP-Status, so gesehen. Wenn die Leiste einmal ganz oben angekommen ist, dann machst du ein Level up. Diese gelben Dinge ist der Fokus, den wir schon erwähnten. Darunter siehst du deine Widerstände und deine Geschwindigkeit. Also du hast zum Beispiel zwei magischen Widerstand, das ist das lilane, und das blaue ist physischer Widerstand. Tanja hat einen Dungeon gefunden, das haben wir beim letzten Mal nicht. Aha, was haben wir denn da? Text. Ich weiß, ich bin schon dran. Dungeon des Reiches sind gewaltige unterirdische Herausforderungen mit großen Schätzen, die von einem mächtigen Boss bewacht werden. Ihnen kann man nur entkommen, indem man sie abschließt. Das sollten wir zu viert machen. Oh ja. Wir müssen eigenständig da alle rein. Dann würde ich schon mal vorgehen. Ja, mach ruhig. Ach, wir werden so oder so hinterhergezogen. Heiliger Höllenberg. Obwohl, Heiliger Höllenberg. Heiliger Höllenberg, du hast deinen ersten Dungeon gefunden. Bei diesen Begegnungen in mehreren Räumen warten üppige Schätze und gefährliche Gegner auf dich. Wenn du einen Dungeon betrittst, schließt dir deine gesamte Gruppe an. Okay, beim vorherigen war es so, dass jeder einzeln reinrennen musste. Das ist gut. Eine dunkle Silhouette ragt durch die Lichtung, gerade genug, um einen Eingang zu erkennen. Dungeons kann man nur entkommen, indem man sie abschließt. Nur ausgeschossene Abenteurer werden es lebendig hinausschaffen. Ach, wenn wir schon beim Thema Ausstattung sind, guck dir deine Stäbe an, bevor du reingehst. Ja, das ist eine gute Idee. Also ich habe dir noch nichts Neues ausgerüstet. Du kannst dir die Beruhigungspfeife übrigens gönnen. Die habe ich dir gekauft. Oh ja. Den Fokus, oh ja, sehr wichtig für mich. Regenschirm. Habe ich mitgenommen, falls du ihn haben willst. Da, unterhalb vom Höcker sind deine beiden Waffen. Ich behalte erstmal den Multiplikator, glaube ich. Den EP-Multiplikator. Ach so, ich hatte den... Schutzes. Das war das, was ich für dich gefunden hatte und die Heilroute. Kannst halt einen Strahl machen. Heilung, let's go. Den Hammer müsstest du an Kai noch weitergeben. Ich dachte, ich hätte ihn Kai gegeben, aber den hast du offen beim Inventar. Der Zweig wäre auch noch eine Waffe für dich. Seppen ziehen. Ich wusste nicht, was du davon du am ehesten behalten wollen würdest, deswegen habe ich einfach mal alles in deinem Inventar gelassen. Ich bleib erstmal bei dem Buch, wenn nötig, rüste ich die Heilrute aus, denke ich. Aber mein Fehler ist, Kai den Hammer nicht hat. Aber das kannst du ja gleich noch ändern. Der ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Nee, den kannst du nicht weitergeben. Man kann Sachen nur weitergeben, das ist für Arkaya die Info, wenn die entweder auf demselben Feld wie du stehen oder ein Feld von dir entfernt. Dann kannst du Sachen weitergeben. Na dann. Darunter zählt auch Geld. Gesundheit. Und vertrauen nicht jeder Kiste. Das ist ganz wichtig. Also Kisten, die man aufschließen kann, denen kann man immer vertrauen, aber normalen Kisten würde ich nie vertrauen. Da können nämlich auch Mimics drin sein oder Bomben. So, hier haben wir erstmal Gold, 10 Stück, das würde ich einfach teilen. Ja. Im Übrigen, wenn eine Portageschifftrolle schafft ein magisches Portal zu einem aktuellen Standort, zu einem Zielort deiner Wahl. Innerhalb eines kleinen Radius wird von den Intelligenz, das kriegst du. Ja, was eine Intelligenz beeinflusst, also kriege ich das. Rostiger Vitalitätsring. Das wäre eher was für Kai. Ich habe einen Wasserring. Ansonsten nehme ich ihn, ich habe noch gar nichts. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, nimm du ihn. Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Einfacher hohe Widerstand aus solchen Fokus. Kai hat keinen. Oh, ich hab einen. Das ist ziemlich in Ordnung. Also, Scheinung oder Kai, wer will den haben? Beinhaltet Ausweichen ist für mich besser. Ich hab gar nichts Ausweichen auf meinem Hut. Du hast Widerstand, Fokus und Geschwindigkeit. Du bist immun gegen Verwirrung. Du bist immun gegen dich selber verprügeln. Außerdem hast du plus einen Fokus. Ich nehme den mal. Müsst ihr unter euch ausmachen, wer den nimmt. Kai kann den haben. Da ist ein Goldmultiplikator. Goldmultiplikator ist geil. Obwohl,
Plus 2 Widerstand. Akaya hat noch gar keine Rüstung. Wäre auch für ihn ganz nett. Dann gib Akaya. Ich kann euch nicht alle drei gleichzeitig beschützen. Also wir müssen uns dann natürlich immer absprechen, wer was kriegt, ne? Ja, ich glaube, ihr... Ich hab schon meinen Lendenschutz, gibt Akaya. Anni hat ebenfalls nix. Puh, mein Schwert. Hereinspaziert, hereinspaziert. Schau immer mal wieder auf die Zeit, um die vorliegenden Räume vorzubereiten. Man weiß ja nicht, was da lauern könnte. Jetzt kannst du, glaube ich, Kai eben kurz den Hammer weitergeben. Stimmt. Den Typ liest bitte immer der vor, der gerade dran ist. Nach Kämpfen, Schatzfunden oder Begegnungen im Dungeon kannst du dich jeweils ausruhen. Falls es eine weitere Ebene gibt, kannst du einen Zonarbeiter benutzen, um dich auszuruhen oder zu meditieren und dir eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Ruhen musst? Nee. Okay. Warte, das ist so reimmäßig. Erst darf ich was machen hier. Siehst du? Ich bin, ach so. Weil das so gelb umrandet ist. Aber ich bin eigentlich gerade gut bedient. Man sieht, ich bin nicht gerade gut bedient, was Ausrüstung angeht, aber ich komme damit klar. Oh. Okay, dann ist es doch nicht mehr beim vorherigen. Beim vorherigen war es immer so, okay, jeder muss einmal fortsetzen drücken. So, hier haben wir jetzt das Kampfsystem. Das hier ist das Kampfaktionsmenü. Links steht, wie viele Ziele es gibt. Die Schadensspanne sowie die Erfolgschance rechts sind alle Aktionen aufgeführt, die in diesem Zug ausgeführt werden können. Hier oben in der Mitte, da erkennst du immer, wer wann dran ist. Also als erstes wäre ich dran, danach diese komische Fledermaus, dann ist Akaya dran, dann sind die drei Goblins dran und dann erst Sunny und Kai. Wir haben immer eine primäre Aktion, die zum Kämpfen gedacht ist. Du kannst es daran unterscheiden. Die primären sind die Rauten hier, die anderen sind die Vierecke. Wie zum Beispiel bewegen und Waffe anlegen. Da kannst du also einmal die runde Waffe wechseln, wenn du willst. Und einmal einen Angriff machen. Kannst auch fliehen, zumindest draußen. Hier drin geht's ja nicht. Und je nachdem, was du machst, passiert natürlich was anderes. Die Kampfzeitleiste ist eigentlich relativ egal. Sonst. Mit Zurückschlagen können wir die auch einmal benommen machen, dann können die eine Runde nicht angreifen. Also, ja, passt schon. Also mit Rüstung, das ist das Blaue hier unten, werden physische Angriffe geblockt. Je mehr du hast, umso weniger Schaden macht es dir. Kai hat zum Beispiel 6, er ist der Tank, er braucht auch so viel. 6 Schaden weniger, wenn irgendein physischer Angriff kommt und 4 bei dem lilanen Schild bei ihm beispielsweise. Er kriegt 4 weniger bei magischen Schaden. Naja, jeder von uns kriegt 4 weniger bei magischen Schaden. Da sind wir alle gleich. Jo. Sunny will offenbar nicht an vorderster Front stehen. Nicht wirklich, nee. Nahkampfangriffe, beispielsweise mit dem Schwert, können nur von vorn ausgeführt werden. Also Schwert, Hammer etc. Man kann auch immer den Fokus, das ist das Gelbe hier, mit Rechtsklick einsetzen. Dann kannst du machen, dass deine Angriffe eher durchkommen und auch wesentlich mehr Damage machen. Welches Gelbe? Du siehst doch oberhalb von deinem Namen diese 5 goldenen bzw. gelben Kreise, ne? Von denen du keine hast? Ja, die meine ich. Das ist dein Fokus. Ja, und ich habe keinen Plan, wie ich die nutzen würde. Mit Rechtsklick, also mit der rechten Maustaste. Ich kann es dir leider nicht vorführen, weil ich keinen habe. Hier unten sieht man auch die Gegenständenliste, die kannst du jederzeit nutzen. Brauchst du einfach nur draufdrücken, das kostet aber eine sekundäre Aktion. Den Status sieht man immer hier, man kann hier auch die Effekte nachgucken. Also jetzt gerade nicht, weil der Typ da drüber hängt. Man kann natürlich zur Not auch fliehen. Ja, je schneller du bist, kannst du natürlich schneller angreifen. Deswegen greifen wir beide auch als die Ersten an. Da oben würde man die Gesundheit sehen, aber die siehst du auch so oder so, wenn du auf die Gegner guckst. Also deswegen habe ich da auch ein Chatfenster. Ja, und wenn man hier so auf die Effekte guckt, dann kann man zum Beispiel auch sehen, Immunität gegen Fluch, gegen Gift, gegen Nässe. Links würden Debuffs sein bei dir ungefähr. Ja, und hier kann man dann jetzt noch zusätzlich sehen, die Angriffe haben natürlich unterschiedliche Effekte. Der hier macht zum Beispiel mehr Schaden. Aber der hier hat noch den Effekt hier mit benommen, dann könnte der, den ich angreife, eine Runde lang nichts machen. Wenn irgendein Gegner dieses Unendlichkeitszeichen unter sich hat, dann ist er immun gegen alles.
Also dann kannst du ihm nur Schaden machen, aber kannst ihm keine Effekte anhängen. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne zurückschlagen auf die Fledermaus machen. Manche Angriffe wie zurückschlagen bewegen den Gegner auch. Und hätte ich jetzt einen Fokus, dann könnte ich hier das Ding Gold färben und dann würde das hundertprozentig treffen. Je mehr du von diesen goldenen Augen hast, beziehungsweise von den Tiny an sich, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Angriff daneben gehen kann. So, ich habe jetzt zum Beispiel die Fledermaus benommen gemacht. Kai, du hast übrigens ein Schild, der Schaden reflektiert. Das habe ich gerade gemerkt. So, jetzt bist du dran, Akaya. Wenn jetzt zum Beispiel den Schuss... Du musst immer erst das rechts auswählen, dann einen Gegner anklicken und dann könntest du rechte Maustaste machen. Also du musst ihn erst einmal mit links andrücken. Wenn du jetzt rechte Maustaste nutzen würdest, dann würdest du deinen Fokus nutzen und deinen Angriff trifft zu 100%. Ich stehe komplett frei auf dem Feld. Ist klar, dass sie auf mich schießen. Wenn übrigens jemand vor dir steht, Akai, dann kann der dich nicht angreifen, nein, außer es ist ein Flächenangriff. Also gut, Kai beschützt dich. Ich den Tank direkt vor mir ab. Sunny hat Radiusfähigkeiten. Er kann halt mehrere auf einmal treffen. Das ist der Sinn eines Magiers. Sunny kann ja das mit dem Fokus jetzt einmal vorführen, wenn er will. Wenn ihr jetzt da rechts Maustaste, dann siehst du ja, dass das eine Hirn sich in Gold gefärbt hat. Das heißt, es trifft auf jeden Fall eher und der Schaden ist höher. Akaya, Kai könnte jetzt Beschirmen machen, also mit seinem Schild. Damit würde er alle auf sich ziehen und kann auch eher alles blocken. Aber wenn so ein Flächenangriff kommt, dann bringt er es auch nichts, wenn der Tank vor dir steht. Du hast übrigens ein Feuerschwert, Kai. Ich konnte das Königsschwert nicht holen, aber das Feuerschwert fand ich, hat den gleichen Wert, bringt dir genauso viel. Es hat sogar den schneidenden Hieb. Entweder bluten oder brennen lassen. Das ist deine Entscheidung. Der Geist kann nicht brennen. Das ist eigentlich auch das Gröbste, was man wissen muss. Aber da macht zumindest einiges an Schaden gegen den Geist, was sehr gut ist. Der ist am Reflektieren gestorben. Tja, Uno Reverse Card, I guess. Ach ja, ich habe übrigens Offscreen rausgefunden, wenn der Angriff kommt, nochmal die linke Maustaste drückt, dann könnt ihr beschleunigen. Also falls ihr das skippen wollt. So, geht doch. Dann könnt ihr das schnell durchlaufen lassen. Einfach nicht. Daneben. Also wenn halt alle von den Dingern dieses X haben, dann triffst du komplett gar nicht. Oh, eines deiner Hauptmitglieder hat nur noch wenig Gesundheit. Du brauchst einen Mund, mach aber schnell. Shiny, du kannst heilen. Heil mich. Das war nicht das Buch des Schutzes, was du gerade hast. Das war weiter unten. Du musst scrollen. Das war die Heilroute. Ich meine, wenn kannst du, glaube ich, jetzt mit dem Gottesbad direkt alle heilen. Ich meine zumindest, dass es so ist. Sunny, heil mich. Und soweit ich das richtig sehe, sag mal, Gottesbad, versuchen wir das mal. Oh, nee, kann ich gerade gar nicht, weil ich Dingens benutzt habe. Das passt auch. Ich kann den Gottesband nicht benutzen gerade, weil ich die Waffe gewechselt habe. Oh, frech. Kai, treffen! Dreist. Ausweichen hier. Geht ja mal gar nicht. Ich zeig dir, wie es geht. Da hat wer kein Zielwasser getrunken. Wieso habe ich getroffen? Ich sag dir, man versteht das Spiel relativ schnell. So, nur noch ein Scharfschütze da.
Kann ich räumig. Guck, du machst automatisch. Du kannst jetzt Felder wählen. Weil du den Heilstab hast. Oh, danke. Ich glaube, du hättest einen weiter links machen können, dann hättest du Akaya auch geheilt, aber er hat eh keinen Schaden. Aber Akaya hat eh keinen Schaden, also. Aber 13 damit, das ist einiges. Und dabei ist das eigentlich ein Heilstab. Let's go! Einfach der Heiler, der den höchsten Damage rausknüppelt. Da drücke ich mal instant auf Teilen. Ja, sieh Sternstab. Sehr schön, den nehme ich guck gerne mal mit. Das ist ein Zweihänder, ne? In Deckungsdistanz, wer hat denn noch gar nichts? Ich trage eh kein Schildscheinig, also. Ich würde sagen, das behalten wir mal zum Verkaufen. So, warte mal. Ich mach das mal eben kurz für dich. Jo, kann doch selber machen, so ist nicht. Also, damit auch Akaya sieht. Einfach die Dinger mit Linksklick andrücken und dann kannst du irgendwen das weitergeben. Dasselbe kannst du auch beim Geld machen, da kannst du sogar einstellen, wie viel du an wen weitergibst. Der Knüppel ist eigentlich. Akaya und Sunny sollten mal ein bisschen abdrücken. Was können wir noch machen? Der Geld an im Vergleich zu unserem. Wir haben etwa gleich viel Geld. Die 4 Gold machen es auch keinen Unterschied. Doch. Ich guck gerade wegen dem Regenschirm, ob den irgendwer mehr gebrauchen könnte. Nebenbei, es gibt einen Erfolg dafür, wenn man einen zerbrechlichen Gegenstand zerbrechen lässt. Ja, ansonsten. Warte mal, Sunny, hier, du kriegst mein Gottesbad, die bringt ja, glaube ich, mehr. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn nicht, wenn du mir das Ding gibst? Ich kann, wenn ich euch eh heilen kann. Oh, Leute, ich habe hier eine Möglichkeit, jetzt gerade Gruppenheilung zu machen. Ja, weil ich dir gerade einen Gottesbad gegeben habe. Ah. Jetzt hast du die Möglichkeit. Aber brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Kai steht gleich vor mich und dann kriege ich nicht so viel Damage am besten. Ja. Weil ihr seid noch full life. Also hier oben sehen wir auch den Verlauf der Höhle. Im nächsten Raum müssen wir definitiv kämpfen. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Oh, eine Fee. Nee, eine Elf, Entschuldigung. Ich habe übrigens alle außer Kai haben ein Level Up gemacht. Wir haben es ein Zellerei hier. Ich schwöre, ich habe alle an jedem Kampf teilnehmen lassen. Ich habe niemanden bevorzugt. Alle außer Kaya haben Level. Kaya hat auch ein Level. Wir sind alle Level 2 und erst Level 1. Akaya, ja. Du hattest Kai gesagt. Oh. Oh, ich hatte wieder den Lackschuss. Akaya ist dran. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Kapitel übrigens dann einen anderen Charakter nehme. Damit ich und Akaya uns nicht um Waffen streiten müssen. Daneben! Einfach dieser lässige Sidestep. Okay, wir wissen, wie man ausweicht, ne? Na klar. Na gut, ich weiß, wie man ausweicht. Ja, dann schießen. Mein Gott, die haben ja so gar kein Aim. Ich glaube, du kannst die Fledermaus mit Glück one-hitten. Wenn du übrigens im Level steigst, dann steigen auch deine Waffen im Schaden. Wassersturm, Schützen. Kriegt der Wassersturm wenigstens alles? Nee. Aber da würdest du 3 Leute auf einmal treffen. Ich geh hier hin und guck, dass ich sowohl Elfer als auch Fledermaus umlege. Als ob du so viel Lack hast und alle 5 Instant kriegst. Mal kurz weg, mein Essen ist gerade gekommen. Okay, ich übernehme dann so lang für dich. Lass mich kurz raustappen, dass ich mich stumm machen kann. Ich kann dir auch so lange die Maus wegnehmen, dass du nicht aus Versehen entgegenkommst und uns vorwarnen kannst. So. So, es gibt auch noch so wetterbedingte Effekte, die auf dem Feld dann entstehen können. Ich übernehme ja gerade den Kai. Also hier ist jetzt zum Beispiel ein nasses Feld. Das macht deine Immunitäten runter, habe ich gesehen.
Und Sunny steht hier zum Beispiel auf so einem schildumrundeten Feld. Er hat hier wesentlich mehr Abwehr drauf. So, dann machen wir mal den Feuerstreich auf die Fledermaus, dann ist die weg. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach, immer muss ich alles machen. Ach, immer muss Sunny alles machen. Was kannst du eigentlich? Nass. Nass. Deine ich schätze Runde. Auch, dass Blitzmagie jetzt hier auch mehr Schaden macht, aber... Ich fand die Heilroute bisher am stärksten. Gruppe wegstoßen. Willst du nicht lieber die Links angreifen, dann tötest du die Maus und schädigst den Scharfschützen. Ich glaube, ich würde sogar auf den Scharfschützen ziehen, weil den du main-targetest, der kriegt mehr Damage. Ja. Also alles drumherum kriegt ein bisschen weniger. Hä? So geht das nicht. Ah doch jetzt. Bam. Wollte das irgendwie nicht machen. Bam. Ein Crit. Crit 20 Schaden, ja moin. So, Akai, mach den Scharfschützen weg. Wir glauben an dich. Nicht daneben schießen. Wir müssten Akaya vielleicht mal ein bisschen mehr Zeug geben. Er hat gerade nur ein Gottesbad bei sich. Mhm. Akaya? Ich kann gleich gucken, dass ich ihm vielleicht ein bisschen von meinen Schussräumen gebe. Ist Akaya auch gerade AFK gegangen? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Akaya? Bist du da? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er gesagt hat, er müsste kurz weg. Aber ich auch nicht. Finde ich wieder super, wenn jemand was sagt, ey. Kritchance von 22%. Soll ich einfach den Schuss machen? Mach du einfach, ich weiß nicht, wo Akaya ist. Ich mach einfach mal eben kurz den Schuss. Wollen ja auch weitermachen. So, ein Level-Aufstieg. Ja. Wir haben wieder Geld aufzuteilen. Weißt du, letztes Mal hast du überhaupt nichts bekommen und jetzt bist du die Bücher hinterher geworfen. Schade irgendwie. Ja, gibt's mal Akaya. Ja. Hey, ich hab wieder Fokus zurückbekommen. Heslon. So, ich würde gerne mal bei... wie komme ich jetzt auf mich? Einmal auf dich draufklicken. Ah. Okay. Dann würde ich gerne mal schauen. Bei der Schriftrolle ist egal. Wer sie in seinen Pfoten besitzt. Der Gottesbart ist eigentlich bei dir am besten aufgehoben. Eventuell solltest du für ein paar Waffen verkaufen. So extrem viele Bücher brauchst du auch nicht. Mache ich auf jeden Fall, wenn ich zurück bin. Deckungstanz. Das verstaubte Buch werde ich wahrscheinlich ziemlich sicher verkaufen. Das Buch des Wassers ist besser. Ja. Ist eigentlich auch besser als das Buch des Schutzes, um ehrlich zu sein. Klar, du kannst mit dem Buch des Schutzes einmal uns einen Schutz geben. Das hat, glaube ich, den Schaden halbiert. Das kann ich mit der Heilroute aber auch. Die Heilroute behalte, die verleiht dir die Fähigkeit der Gruppenheilung. Die behalte ich safe. Das Ding lege ich gerade mal an. Gruppe wegstoßen, reinigender Sturm, können wir vorstellen, dass der sowas wie Gift und so wählen kann. Nee, es ist, ist glaube ich, ein Angriff. So. Und was? Kann auch sein. Was beinhaltet der nächste Raum? Wir haben keine Ahnung. Die Gruppenheilung kannst du natürlich nur machen, wenn du den Stab ausgerüstet hast, ne? Naja, klar. So, in der Truhe kann man nichts Fieses sein. Ist egal, wer es öffnet.
Wieder Gold zum Aufteilen, sehr schön. Das ist aber tatsächlich kein Magiebuch. Ein ganz Land es ist 6-mal, wir können es gleich aufteilen. Es ist ein Wissensding, dann würde ich es wahrscheinlich sogar mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das halt. Nee, Wissen ich weiß, ist egal, wer das einsteckt. Das ist das, was du brauchst, um im Hauptmenü die Sachen freizuschalten. Ah. Okay. Das geben wir mal Kai, er hat die meiste LP. Ja. Entermesser. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, kriegst auch mal einen Mantel. Yay. Zumindest habe ich da einen Goldmultiplikator. Ich krieg mehr Kohle. Yes. Geldsack. Drück mal was ab, du hast viel mehr als ich. Na, so viel mehr hast du auch wieder nicht. Ich hab doch gesagt, du hast vier mehr als ich. Ach, vier, ich hab viel verstanden. Dann gehe ich jetzt hier hoch. In der nächsten Stadt verkaufe ich ein paar Waffen. Das war noch irgendein Geheimnisding. Ja, ich kann da ihn vom Prinzip her hin. So, die königliche Wache. Ja, die roten Sechsecke, das habe ich ja schon erklärt. Das hier kann ich erst erklären, wenn er wieder da ist. Hast du gerade am Reden, Mr. Kai, und nur deswegen dieses Geklopfe durchkommen, dann würde ich einmal disconnecten und neu connecten. Ja, hier würde man halt das sehen, wer jetzt alles am Kampf beteiligt ist. Wenn man übrigens Hinterhalt macht, dann werden die anderen, die in der Reichweite sind, nicht mit in den Kampf reingezogen. Ah. Also dann kannst du auch einen einzelnen Gegner bekämpfen. Aber wir wollen ja beide fertig machen. Gib mir Erfahrung. Jo. Nee, wir wollen nicht fliehen. Hä? Fliehen, was ist das? So, ich würde auf den Soldaten gehen, dann guckt ihr, dass ich auf den Scharfschützen geht. Den Scharlatan, nicht Scharfschützen, sorry. Zack. Und der Lackschuss! So macht man das. Ja, dann mache ich den mal. Okay. Einfach zugucken, wie der Kamerad down geht. Passt schon. Ich spiele gerade drei Charaktere alleine. Also wenn würde ich eher die Explosion bevorzugen. Die Explosion macht mehr Damage und beide haben denselben Effekt. Hm. Und tot. Jetzt wissen wir, wie er ohne Helm aussieht. Eine primitive Bombe. Physischer Schaden im Doombit. Ja, dann habe ich auch ein bisschen physischen Damage. Falls nötig. Jo. So, die geheimnisvolle Mitmachsache. Eine verlassene Kirche. Die Chaoskrieger haben den Menschen viel genommen. Einigen sogar den Glauben. Oh. Das müsstest ja, du das eigentlich... Das ist ein Ding für mich. Kannst du ja nochmal weggehen, oder? Ja. Das ist aber kein Schritt mehr. Ich kann ein bisschen was aufdecken. Decken wir hier doch mal alles auf. Sehr schöne Berge. Applaus dafür. Ich hab sie genutzt. Das war absolut gewastet, aber hey. Ich hab's genutzt. Und jetzt regnet's. Du hast einen Regenschirm dabei, ne? Und ja, so bringt das was? Du bist auch so immun gegen Wasser wegen dem Wasserring. Ah. Ja, das macht Immunität gegen Säure und Nass. Das hier ist was für dich, die Kirche. So, wie hoch sind denn deine Wahrscheinlichkeiten? Ja, wesentlich höher als meine, aber ich würde trotzdem einen investieren. Ja, ist gut. Ich glaube, einer hätte gereicht. Ich habe 6. Puh. Du hast 4. Ich,
Ja, aber Eschenruhe ist nicht weit weg, dann kann ich zur Not noch Fokus auf. Plus 18 Gruppen-EP! Yay! Also wir versammeln uns alle bei dem Teil da oben. Was war denn da oben nochmal? Ach, da oben gehen die Quest weiter, ne? Das ja, macht das Fach auf. Das ist ein Bonbon-Automat. Da ja, kannst du sogar hinkommen. Dienste. Meditieren erstmal. Die Wissenspfeife ist gegönnt. Dietrich kaufe ich auch direkt. Und jetzt, was ist Geld? Oh, was für eine heftige Axt für Kai. Ich kaufe noch den Gottesbart. Du hast nicht so hohes Glück, ne? Wer nicht gewinnt, so der nicht gewinnt. Permanente Erhöhung des Ausweichens, danke. Nice. Ich brauche einen längeren Weg. Ich sehe es. Könnt ihr da oben schon mal auf mich warten? Ich werde auch noch mal kurz bei Eschenruf vorbei, meinen Fokus auffüllen und meinen Stuff verkaufen, den mir. Warte, bevor du deinen Fokus auffüllst, geh noch mal zur Karte zurück und drück zweimal rechte Maustaste, dann kannst du die noch auf deinen Bewegungen packen. Du kriegst so oder so Maximum. Ist immer ganz gut zu wissen. Gibt's hier Einsiedlergras? Den Gottes. Giftring, LP-Regeneration. Musst du wissen, wofür du dein Geld ausgibst? Alles gut, ich bin gerade dabei. Gucken. Intelligenz plus 1 Geschwindigkeit, Rüstung, Widerstand. Rüstung, Widerstand, Ausweichen, Goldmultiplikator. Ich würde allein wegen dem Ausweichen sagen. Theoretisch ist der Steppmantel auf jeden Fall besser. Ja, allein wegen dem Ausweichen. Der hat auch Ausweichen, genauso wie der andere, den ich vorher hatte. Der hat aber noch Geschwindigkeit dazu. Aber will ich dafür 34 ausgeben? Das ist schon einiges. Schuhe. Du hast noch keine Schuhe. Rüstungsgeschwindigkeit, Widerstandsgeschwindigkeit. Dann nehme ich mir eher ein bisschen Rüstung mit, glaube ich. Ja, das andere hast du sowieso. Kannst ja noch die Gottesbade aufkaufen gleich. Das Fernglas würde ich 100 Pro verkaufen. Ich brauche dein Buch nicht. Den Regenschirm eventuell auch, den braucht keiner von uns tatsächlich. Den Zweig. Den Seelenstab fühle ich nicht. Fühle ich so gar nicht. Den Seesternstab? Ja, den fühle ich so gar nicht. In deinem Buch ist wesentlich besser. Ich habe das Buch des Wassers, also brauche ich den nicht wirklich schon richtig. Das Buch des Schutzes würde ich behalten, falls du mal einen von uns Schutz geben willst. Ja. Und dann würde ich an deiner Stelle noch einmal die ganzen Gottesbarte aufkaufen für die Heilungen. Und dann kannst du dir ja noch deinen Fokus gönnen. Weißt du, die Identitätsschriftrolle wäre auch nicht verkehrt. Ich habe, glaube ich, sogar eine. Ja, aber ist es nicht verkehrt, noch eine dabei zu haben, auf Not? Stimmt schon, aber 20... Die Preise werden nicht billiger. Im Gegenteil. Das ist schon richtig. Meditation. Sunny, wo ist unser Geld hin? Mein Geldbeutel, der schreit vor Schmerzen. Beatrice. Die würde einem nur 6 Runden helfen, also die Gilde ist jetzt nicht so der Bringer. Ja, aber geh schon mal vor. Die anderen beiden lasse ich in der Gegend gammeln. Noch ein bisschen EP mitnehmen. Oh! Ein Leprechaun! Wo ist dein Gold? Kannst ruhig kämpfen machen, dann kriegen wir beide platt. Ja? Okay, gut, dann schreiben wir das.
diesen Topf voll Gold holen wir uns. Ich bin dran. Der Leprechaun ist als nächstes. So, hab ich mal benommen gemacht. Sehr schnell muss man den Zug aussetzen. Du kannst zwischen die ziehen. Dann muss ich die Wasserexplosion ziehe zwischen die beiden. Ja, dann triffst du beide. Du kannst auch auf zwischen die beiden drücken. Mache ich, aber da passiert nichts. Mit dem Wassersturm geht das. Mit der Wasserexplosion nicht. Weil die Wasserexplosion ist so ein gezielter Angriff. Ja, kann sein. Wassersturm geht aber den Leprechaun nicht. Ich nehm lieber zuerst den Leprechaun raus, bevor ich was anderes mache. Ich hätte gesagt, greif ruhig die Vettel an. Den Leprechaun hätte ich so nur auch noch mal vernichten. Ja, das Ding ist, selbst wenn ich jetzt den großen Angriff mache, der Vettel mache ich nicht so viel Damage. Die hat 8 Verteidigung. Willst du wissen, was der Witz ist? 8 Widerstand. Ich kann die jetzt durchgehend benommen immer machen. Dass die gar nicht jetzt angreifen kann. Ich spar dir deinen Fokus. Ich hab die benommen gemacht, die muss eh aussetzen. Da, ich mach dir nicht viel Damage, das ist das Problem. Beziehungsweise gar kein Damage, weil die halt 8 Verteidigung hat. Mehr Treffen. Schön. Krepp hier! Ah ne, ich mach da keinen Schaden. Du bist eh immun gegen nass. Jojo. Frech. Dann kann sie uns zumindest nicht beide angreifen. Komm, du machst das. Wieder nur 2, ach komm schon. Mann, immer muss ich alles machen. Tschüss. Naja, die hat halt sehr stark verteidigt. Oh, so viel Geld für uns. Die anderen haben eh zu viel. Ja. Ja, komm. Ist besser als mein Ring. Miep? Oh, jetzt haben wir 100 Beutegegenstände. Cool. Ihr seht das nicht, weil unsere Avatare da drüber sind. Ach ja, du bist dann, aber du willst, glaube ich, eh in die Richtung, oder? Ja, jetzt würde ich in die Richtung wollen. Dann hätte ich mal kriechern. Ach ja, du hast übrigens ein Heiligtums-Honey. Ganz hier unten. Ja? Das Heiligtum des Wohlstands. Du, Gold? Dadurch kommt dein Multiplikator. Ah, cool. Mehr Geld! Und es gibt hier dieses lockendes Becken, das ist so gesehen ein Schnellreisepunkt. Ah, wenn wir mehrere davon entdecken, dann können wir hinten und her zwischen denen reisen. Das ist cool. Da drinnen scheint es ungewöhnlich ruhig zu sein. Ich schätze, unser Plan hat funktioniert. Oh, ich kann gar nicht hinschauen, sei vorsichtig. Das Wachhaus der königlichen Wache. Normalerweise ist es voller Waffen und königlichen Wachen, aber die haben wir rausgetrieben. Und schon verprügelt. Genau. So, ein Dungeon. Ein Wuffi. Achso, du bist dran? Ja, dann mach du. Du stellst dich gleich am besten direkt hinter Kai. Ja. Königlicher Waldläufer, 2 Stück, königlicher Magier und ein Felswolf. Das Ding ist, ich kann keinen von denen umbringen. Aber ich würde gerne den Magier aus dem Weg schaffen. Kann ich verstehen. Der könnte halt echt gefährlich werden, vor allem weil der Flächenangriffe haben kann. Ja, gerade deswegen. Dann darf Akaya auch direkt reintreten. Wie war das mit Kritschuss? Wie war das mit Kritschuss? Du bist dran. Willst du nicht lieber die beiden da rechts angreifen? Habe ich vor. Makai hätte ruhig sagen können, dass er geht. Irgendwo hin.
Kai kann ohne Probleme den Felswolf niederknüppeln. Eigentlich. Wenn alles klappt. Ja, der ist tot. Er hat die drei Punkte bekommen, also passt das. Aua. Hier würde man das nochmal sehen. Entfernt vorübergehend alle Immunitäten. In dieses das ist natürlich geil. Was hat er normalerweise? Also, hat er normalerweise Immunität gegen Schock? Ich stehe lieber auf den da. Tschüss. Wie die auch immer zuschauen, wie ihr Kamerad umfällt. So, Buddy, alles in Ordnung? Sehr schön, Gold. Ich nehme mal, ne? Ihr habt, dann bin ich ungefähr da, wo du bist. Hab ich persönlich kein Problem mit. Kai hat noch keinen Helm. Kai hat keinen Helm. Und Stiefel. Stiefel haben wir alle, aber die sind scheiße, habe ich das Gefühl. Du hast -3 Glück auf deinen Stiefeln. Bettelschuhe. Dafür habe ich aber einen EP-Multiplikator und Crit-Chance höher. Außerdem bin ich immun gegen Flüche. Nice. Rüstung, Widerstand, Ausweichen. Ausweichen ist halt geil, ist aber nur 1. Ich werde auf jeden Fall einmal hier einen Gottesbart benutzen. Warte. Nimm vorher deinen... Du hast auch ein bisschen Damage genommen, ne? Ja, ja. Aber du rüste vorher deine Heilroute aus. Dann heilst du wenigstens all... Du musst auf Grundrücken Heilung drücken, ne? Passt schon, ich habe eh nicht voll geheilt. So, ja, aber dann hättest du wenigstens alle direkt mitgeheilt. Dann hättest du dir einen Gottesbart jetzt schenken können. Ist okay, ich kann immer noch gleich einen neuen kaufen. Miep. So, weiter geht's. Ich kann natürlich übrigens hier nochmal gucken, ne? Ich habe jetzt nur Kai eben kurz die Maus weggenommen, weil er eben kurz weggegangen ist. Eine Holztür. Enge Falle. Wer soll der wagemutige Abenteurer sein, der die Gruppe voranbringt? Beachte den Fallenwert und wähle die beste Person für diese Aufgabe. Ich könnte ja, Dietrich verwenden. Oder Kai macht das, der hat 80 Stärke. Wenn in deiner Gruppe jemand einen Dietrich hat, kannst du sie problemlos öffnen. Das Einschlagen von Türen ist immer eine gute Idee, denn dadurch kann deine gesamte Gruppe den Durchgang passieren. 63% auf Volk. 89%. 9 EP. Eine Kiste. Ein Dietrich. Ein Schatz. Mein Schatz. Ich werde es nicht bereuen, ne? Wow. Nehmen. Eine Glefe. Tatsächlich ist das eine Waffe für uns. Stimmt, Tatsache. Ich nehme die mal. Irgendwer, der noch keine Handschuhe hat? Zum Verkaufen. Beste. Hilft keinem von uns, habe ich das Gefühl. Wir haben alle schon bessere Westen. Ja, müssen nicht heilen. Auf in die Schlacht. Da sind schon wieder Hunde. Ich würde tatsächlich den Wolf, der alleine steht, bevorzugen, weil die anderen greifst du eh mit dem Gruppenschaden an. Ja. Warte mal. Klefe. Anlegen. Spaltenangriffe treffen die Vorder- und Hinterreihe gleichzeitig. Beide Ziele erleiden vollen Schaden. Oh, das klingt nicht schlecht. Kannst du aber gerade... Warum kannst du gerade nicht... Okay. Dafür muss ich in der vordersten Reihe stehen. Ah. Okay, gut zu wissen. Stimmt ja, da war ja was. Du bist. Pam. Die sind alle nass. Nice. Ich liebe es, wenn sie aussetzen müssen. Autsch.
Kai muss seinen dicken Arsch bewegen. So, weg mit dem Wuffi. Gerade so. Nice. Jetzt kann ich. Oh! Hat aber eine wesentlich geringere Chance. Aber wenn es durchgeht. Na gut, durchstoßen. Ne, bei Durchstoßen auch. Durchstoßen hat eine wesentlich höhere Chance. Das macht einfach aber halt nicht so viel Schaden. Autsch. Wenn du die Explosion. Ne, warte mal. So, jetzt kannst du beide angreifen. Sehr schön. Ich würde auf den Magier trotzdem ziehen. Genau deswegen. Der hat immer noch magische Abwehr. Ach stimmt, das habe ich gar nicht gesehen, weil da Kai vor war. Gold. Physischer Schaden. Wer liegt am weitesten hinten? Akaya. Oh, im nächsten Raum ist der Bossraum. Unser erster Boss. Königliche Elitewache. Du verschwendest deine Zeit. Die Gefangene, die du suchst, wurde gerade weggebracht. Du und deine kleine Schurkentruppe. Ihr begeht ein ernstes Verbrechen. Zu einmal werdet ihr nicht davon kommen. Also ich habe was anderes gehört, dass ihr die Verbrecher seid. Ja, ich war mal... Hab ich auch gehört. Wenn ich... obwohl, wie gesagt, es reicht, wenn ich Durchstoßen durchbringe. Hau ich direkt zwei rein. Tschüss. Ja, das soll, daran sollten sie jetzt krepieren. So, sehr schön. Das nutze ich dann aber auch wirklich nur gegen Gruppen, Mitglieder, ne? Guck aber, dass du die königliche Wache am besten nicht zurückhau. Weil sonst steht er halt in dem Schutzbereich da. Ja, aber den da benommen machen. Hallo? Wir kamen zurück. Klang so, als ob jemand zurück zu seinem Mikrofon kommt. Ja. Höhö. schwierig. Er ist nass, er hat keine Immunitäten. Es ist Kai, Kai ist dran. Wer macht mit der Maus da gerade Dinge? Ich nicht. Das war ich. Ah, okay, warte. Warte, kannst du gar nicht. Jetzt kannst du. Dann war ich nicht. Ich auch nicht. Akai, wenn du da bist, dann sag was. Ich bin die ganze Zeit da. Ja, aber du hattest nichts gesagt. Du sagst du nichts. Man hört keinen Ton von dir. Also, ich hab mir das diesmal auch nicht eingebildet. Sunny hat's ja auch so mitbekommen. Ja. Ich habe ja sogar gesagt, wir hören dich gerade nicht, falls du da bist. Wir dachten die ganze Zeit, du bist weg. Ja. Wow, der Damage war echt großzügig. Ja, die sind massiv physisch defensiv gestellt. Das ist übrigens unser erster Boss, Kai. Ja, das habe ich noch mitbekommen. So, Krepier! Unser erster Boss liegt am Boden. Ich hab nicht ohne Grund den Magier. Ein Siegnergras. Mit diesem Korb bist du auf Reise, nichts mehr zu entdecken. Eine Sauffeder. Jetzt ein Glyphosakaya. Ich hab grad Sauffeder gelesen. Im nächsten Raum ist 100 pro eine Kiste. So, ist egal, wer sie öffnet. Ich öffne mal wegen Geld, hab das wenigste. Ja, kann ich mir auch direkt gönnen.
Gefangenenmanifest. In dem Dokumenten werden Gefangenentransporte erwähnt. Bei letzten Abfahrten verlassen anscheinend nicht nur ein, sondern zwei Wagen das Gefängnis. Ist egal, wer es nimmt. Feuerseide. Mit Feuerseide bekommt der Benutzer wieder zu bester Gesundheit. Gib her, das nehme ich. Ja, eventuell kannst du das auch zum Heilen nutzen. Ein Kurzbogen. Ja. Lähmender Schuss ist ganz interessant. Nimmt am besten einer von euch beiden. Kann er haben. Ich hab die Gläfe. Jo, stimmt. Ach, du hast es sogar in den Chat geschrieben, sehe ich gerade. Ein Wissensbuch, das sieht man nicht, das macht sich hier oben. Die Wissenspunkte, das sieht man aber auch erst, wenn man wieder im Menü ist. Wenn so richtig. Wir könnten jetzt so gesehen für Effekte Sachen ausgeben. Und auch für Charaktere, wenn wir die freischalten. Hochgelobt seien die Götter! Was ist im Dungeon rumgekommen? Bin durchgekommen. Das hier war übrigens auch ein Dungeon. Du bist am Leben. Aber wir kommen zu spät. Grisel wurde mit einem Gefangenen im Gefängniswagen weggebracht. Wow, ganz weit weg. Das ist ein ganzes Stück, ja. Behalte deine Krone. Für deine Verbrechen gegen die Königin wirst du in Paris vor Gericht gestellt. Wird die jemand anders übernehmen? Ich gewinne die alle. Ich finde, das sollte Akaya machen. Akaya hat noch niemanden. Naja, ich glaube aber nicht wirklich, dass so müde, wie ich gerade bin, lesen wirklich was für mich ist. Glaubst du, dieser Klapperkasten hält mich auf? Was nur, bis der Rest des Widerstands uns einholt? Ach ja, das ist ja lustig, Wachen. Nehmt diese verräterischen Narren auch fest. Ha, rechte Rostzimmer und einen schönen Gruß von mir aus, wenn ich fort bin. Na, no, jetzt hast du es aber geschafft. Was? Diese Wachen werden erst ruhen, wenn sie dich erwischt haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Begib dich nach Osten und nimm dich vor Hinterhalten der königlichen Wache in Acht. Eine Sache noch, wärst du so lieb und würdest nach meinem Ehemann Ausschau halten, während du unterwegs bist? Er ist gestern mit seinem Wagen ins Grasland aufgebrochen. Hoffentlich ist er nicht wieder an den Banditenkönig geraten. Besiege die Gegner im Bachhaus noch einmal stürmt. Wo ist er denn? Kai wäre übrigens dran. Ich lass dich tun und lassen. Du hast deinen Hammer übrigens jetzt. Und auch noch ein paar andere Waffen. Du könntest die Spinne angreifen. Wir würden alle mitkämpfen. Aber hier muss ich eben kurz Akai noch was erklären. Also man kann normal kämpfen, dann würde man gegen alle hier antreten. Du kannst einen Hinterhalt starten. Da stehen die Prozentchancen wie immer. Dann würdest du erstens nur gegen die eine Person, die da auf dem Feld ist, kämpfen. Und zusätzlich, wenn das ein Erfolg ist, dann würdest du auch noch eine Runde geschenkt bekommen, dass du einen zusätzlichen Angriff hast. Aber wir wollen ja alle bekämpfen, ne? Und das macht, Hinterhalt macht für mich sowieso keinen Sinn. Der Schlag ist sowieso am wahrscheinlichsten fehl. Dann hauen wir ja einfach so auf die ins Gesicht. Genau. Klingt gut. Kriegst den Schlag auf jedes Auge. Ja, aber die hat 6 davon. Okay, er ist dran. Durchbohren und lebender Schuss. Durchbohren geht wahrscheinlich durch mehrere Gegner. Kann ich mir vorstellen. Oh, nee, dein Durchbohren geht durch die Verteidigung durch. Wenn das Kommerfolg hat. Dann kannst du Verteidigung ignorieren. Und beim lebenden Schuss wahrscheinlich, dass er eine Runde nichts tun kann. Ach stimmt, Shining ist gar nicht dabei. Ich durfte nicht. Ich habe die Miete nicht gezahlt. Ich glaube auch. Der Witz ist, wir standen alle drei auf demselben Feld. Wieso durfte ich nicht mit? Ich würde deine Heilroute nehmen. Ja, weil bin ich gerade auch am überlegen. Ja, gibt die nämlich auch, weil nass ist da sowieso auf dem Feld, da brauche ich nicht wirklich. Oh, ein Crit. Sehr schön. Plan schon aufgegangen. Aber ganz im Ernst, wieso durfte ich nicht mit? Autsch. Das war einiges an Schaden. Das hat echt wehgetan. Dafür wird er brennen. Achso, nee, du verkast den Blut. Ich trink so lang was.
Ja, ich kann mich immer ansagen, wer gerade dran ist. Ich müsste doch irgendwo auch mal selber dran denken. Ihr seht ja den Namen auch unten in der Mitte. Kai hat gerade geguckt, was er macht. Kann Sunny komplett nehmen. Ja, habt sowieso wesentlich mehr Geld. Her damit, ich kann euch mitteilen. Auch wahr. Die Musik ist schön. Ja, die ist sehr schön. Die ist so schön beruhigend. Wenn du rechte Maustaste auf der Karte drückst, dann verbrauchst du deinen Fokus, kannst aber mehr Felder gehen. Ja, tausch quasi, ich eigentlich jetzt nicht. Tausch quasi einen Fokus gegen Felder ein. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Karte war, aber ich glaube, auf der Karte kannst du es nicht zurückgängig machen, wenn du es einmal gemacht hast. Nee, auf der Karte kannst du es nicht wieder zurückgängig machen. Aber wenn du im Kampf bist und aus Versehen rechte Maustaste drückst, dann brauchst du einfach nur die Aktion wechseln, dann kriegst du deinen Fokus zurück. Ich weiß nicht mal, wo gerade am besten ist hinzugehen. Also wir müssen nach Osten. Wir müssen eigentlich nur der Straße folgen. Ja, basically. Der Straße nach Eldorado. Ach, Energieschub! Er darf direkt nochmal laufen. Es ist zufällig, wie viele Felder man immer anfangs gehen kann, ne? Falls du es mittlerweile gesehen hast. So, ihr meintet ja nach Osten, also nach Osten. Schau mal, ein Ort, an dem wir willkommen sind, ein Lager des Widerstands. Solange du auf der Flucht bist, solltest du dort vorbeigehen. Vielleicht kann man dir dort helfen. Auch uns ist schon lange nicht mehr zu helfen. Ach warte, das haben die anderen beiden nicht mitbekommen. Das Teil hier, das ist ein Schnellreisepunkt. Wenn wir noch einmal so ein lockendes Becken finden, dann können wir den hinten zwischen den hin und her teleportieren. Wollte ich nur mal eben kurz erwähnen. Ja, Kaya kann es eh nichts mehr machen. So, dann gucken wir mal, was da drin ist. Ein bisschen Geld habe ich ja. Eine Eilpfeife. Diese Pfeife erhöht den Bewegungspunkt, wenn damit in der Oberwelt ein Kraut geraucht wird. Die Wissenspfeife kann ich für einen auf jeden Fall schon mal kaufen. Läuterschriftrolle? Entfernt im Kampf alle verdorbenen Felder innerhalb des entsprechenden Radius. Verleiht vorübergehend Immunität entsprechendem Radius. Ah. Die wäre eine schöne Axt für Kai. Ein langer Stock. Nee, dein Schild ist, glaube ich, besser. Die Dietriche. Dieses komische Gliberator kann die haben. Die Visionsschriftrolle kann die auch haben. Kai, willst du die Hirtenachs haben? Nee, passt schon. Den Ring kannst du haben. Du hast den einen Ring verkauft. Ich könnte jemanden XP mitbringen, wer will. Die Eilpfeife. Ich wüsste halt gerne, ob... Ich weiß, ich und Sunny haben eine Pfeife. Ich weiß nicht, ob Kai und Akaya beide eine Pfeife haben. Ich könnte noch die zweite Pfeife kaufen, dann hätten alle auf jeden Fall eine. Oder vielleicht ist in der anderen Stadt eh eine bessere Pfeife. Naja, wer weiß das schon. Wird des Gelehrten. Kriegt Kai, er hat ein bisschen weniger. In der königlichen Schlägers, Rüstung und LP-Regeneration. Wo habe ich die zwei Fokus auf einmal her? Könnt ihr mal in euren Inventar gucken, wer die Pfeife haben will von euch beiden? Ja, ich habe eine Pfeife. Also du hast eine Pfeife, die eh für dich besser ist. Ja, Übungspfeife. Ja, weil den Fokus, wenn ein Kraut geraucht wird. Würde ich mich schon mal wieder auf Ja, ich brauche ein bisschen. Was? Also einen von euch bringe ich eine Wissenszeit. Okay, Kai ist nicht im Gebiet. Dann kriegt ihr mehr Erfahrung, wenn ihr euch heilt. Ja, dann... Kai, you're next. Kai, hast du schon eine Pfeife ausgerüstet? Du hast eine Wissenspfeife. Okay, dann kriegt der Kai die Wissenspfeife.
Was ist das denn da für einer? Ein Boomer! Das ist ein Boomer, siehst du doch? Das ist fette Kanone. Das nennt man Hühn. Bin ich mittlerweile in der Reichweite, dass ich wieder mitkämpfen darf? Und das ist gut. Ein Grab am Wegesrand, ein frischer Erdhügel und eine schlichte Markierung dienen als düstere Erinnerung daran, dass viele ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten. Du hast die besten Chancen, Sunny. Ja, jetzt so oder so. Ich gehe auf Nummer sicher. Ach komm schon, die 2%? War auch. Die große Prozentwahrscheinlichkeit war auch ein Gegenstand. Du hast gerade einen Grab geplündert. Das hätte aber theoretisch ein besserer Gegenstand sein können. Ja, wahrscheinlich. Aber 97%? 2%. Was kriegst du denn die 2%? Ey, es ist so typisch mein Glück, ne? Es ist echt typisch mein Glück. Okay, ich bin auch im Glücksbereich. So, prügeln wir auf den Geist ein. Ich darf immer noch nicht. Will ich den Hop... Oha, da würde ich aber eine Riesenmenge Agron bei. Den Hopgoblin, die zwei Goblins da oben. Den Goblin und die Wache. Nee, die sind in dem Lager, die ziehen nichts mit, meine ich. Oder? Also ich meine nicht, dass die was mitziehen. Aber wir haben trotzdem vier Gegner dabei stehen. Ja, es sind so oder so mehrere Gegner. Lass ich das bleiben? Oder so kriegen wir grandios aufs Maul. Oder lass das Akaya machen. Und ihr könnt warten, dass ich auch in Reichweite bin. Ach! Nehme ich jetzt. Ey, ich hab gesagt, Zug beenden. Dann macht das auch. Oh, was ist das für ein Würfel? Da sind Runen drauf. Einmal kurz inspizieren. Steht vor einem rätselhaften Relikt, dessen Geheimnisse die noch verborgen sind. Da kann man eine Schatztruhe... Das ist was für mich. Ja, aber willst du den ganzen Weg dahin rennen? Ja. Von der Schatztruhe? Ja. Und dann verschwindet der nächste Zug. Das wäre scheiße, aber dann ist das so. Das wäre verdient. Ey, ich habe gerade die 2% Chance bekommen, das ist nicht verdient. Im Lager des Widerstands findet man sicher Verbündete. So, kann ich beides machen? Nee, dann zettel ich erstmal den Krieg jetzt an. Hab's versucht. Vier Geister. Drei sind furchterregend, einer nicht. Was hast du da für eine besondere Resistenz? Träge. Ich mach träge. Schnelligkeit ist stark vermindert. Wer ist jetzt gerade dran? Ich bin dran. Die sind gegen alles immun. Was hat der Ganze noch für eine Extra-Fähigkeit? Weil ich eben nicht perfekten Angriff aus. Och. Autsch! Und die haben alle keinen Fokus mehr. Kaum Fokus. Jetzt lass mich doch. Danke. Okay, Akai, um den müssen wir uns kümmern, weil wir haben die besten Chancen, den zu treffen. Warum hat der so eine hohe Chance aus? Ja, wenn nicht alle davon sind, dann weicht er aus. Du brauchst voll. Was voll? Ansonsten überlasst mir den Geist, weil ich habe nur ein Auge. Die Augen müssen voll sein. Es darf kein X dabei rumkommen bei dem Roll. Ja, wenn auch nur ein X dabei ist, dann weicht der normale Geist aus, also der Grüne da. Die anderen kann man auch so treffen. Also zur Not könnt ihr mir den Grünen überlassen. Ich treffe den auf jeden Fall. Ja, nicht wirklich 100% Ahnung, wovon ihr gerade redet. Der grüne Geist, diese grüne Feder macht das, wenn die hier unten auch nur ein einziges X dabei ist, bei diesen Augen, dann triffst du nicht. Der weicht dann aus. Es gibt nur eine Person, an die ich glaube, einen Gott, und das ist Aaron Jesus. Ich glaube an ihn.
Oh, perfekter Schuss. Let's go. Alle in Jesus hat sich erhört. Nicht umsonst ist das der einzige Gott, an den ich glaube. Danke für den Glück. Die sind sowieso immun gegen alles. Ja, ich habe mir kurz überlegt, aber ich nehme dann, glaube ich, eher das Ding, weil damit treffe ich mehrere. Ja, immer auf den in der Mitte ziehen. Frech. Lern treffen. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Dein reflektierender Schild ist toll. Du hast einen Statuseffekt bekommen, Kai. Den kannst du mit Ginseng, das ist das rote Kraut da unten rechts, lösen. Was hast du denn da überhaupt? Tempo, verringertes Tempo hat Kai. Viel Spaß, Kai. 25 Tempo weniger. Ja, ich bin ja sowieso langsam. Gehen wir lieber auf einen im äußeren Bereich, dann kann Sunny immer noch die Gruppe treffen. Wie kannst du eigentlich einen Geist mit einem Schwert kloppen? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Naja, was ich mich auch frage ist, wie habe ich den Geist mit meinem Bogen getroffen? Einem physischen Projektil. Vielleicht kann ich sie treffen, weil mein Schwert magisch ist, weil es brennt. Das wird der Rest zumindest erklären, ja. Kann man nicht zählen lassen. Tschüss. So. Verpufft. Nur noch zwei sind da. Viel Spaß. Und wie geht das überhaupt, dass du da im Pfeil stecken bleibst? In dem, ja. Baum. Ballbaum. Wow, er hat getroffen. Hat's Maul da hinten. Aber dafür eher nicht. Also gerade eben hat es jetzt zwar perfekt, aber es trotzdem zwei verfehlt. Ich mache ihm trotzdem Schaden. Tschüss. Und wenn er sich selbst hittet, ne? Wir sind die Einzigen, die niemals verfehlen. Und das nur, weil wir Hunter sind. Die anderen sind alle Schmutz. Naja. Wir haben die Benauigkeit mit dem Bogen und Stangenwaffen höher. Und wir haben generell nicht so viele Augen wie die. Also, es ist schon klar, dass wir eher treffen. Ich kann leider nicht ins Lager des Widerstands, das muss einer von euch machen. Ich weiß immer noch nicht, von welchem Auge ihr redet, ehrlich gesagt. Sagen wir einfach mal diese Rauten. Was sehe ich denn da? Ein weiteres Mitglied des Widerstandes. Du läufst doch vor der königlichen Wache davon, was? Die Jungs und ich sind das gewohnt. Ruh dich ruhig aus und bediene dich, wenn nötig, an den Waren. Ist schön, dass das genau warte, darüber warte, hängt. Kann ich das irgendwie wegschieben? Nee. Plus ein Lauter und plus 1 LP-Generation emittiert ging. Ich kann es nicht mal lesen. Ja, gute Position, sagt man da. Extra Leben haben wir noch voll. Am ehesten würde sich, glaube ich, wirklich das minus 1 Chaos lohnen. Dann wird das Chaos um eine Stufe runtergesenkt und die werden ein bisschen schwächer. Ja, doch. Da gibt es die Lager, dass wir schon in dem Grasland verstreut sind. Ich bin sicher, die anderen Hauptleute werden die königliche Wache auch eine Zeit lang für dich aufhalten. Da in der Kiste links, steht sie überhaupt noch da? Stimmt, ja. Lauf, Run, boy, run. Ich wäre ja oben rumgegangen, ne? So muss um Feldmeer laufen. Kai wird dann 1, nämlich weggehen. 2, 3, 4, ja, ist okay. Deine Hex aus. Hast du nicht Geschwindigkeit weniger? Wieso hattest du jetzt mehr vom Feld? Ich glaube, in das Lager kann man nur einmal rein. Ja. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Aber da marschiere ich jetzt nicht hoch. Nicht zu faul zu. Für die, die übrigens eine Arachnophobie haben, man könnte auch so einen Anti-Arachnophobie-Modus machen. Dass die Spinnen mit irgendwas ersetzt werden. Ha, lol. Nee, ich mag Spinnen. Das schaffst du nicht. Glaub mir, die Golems halten einiges aus. Auf die Fresse.
Oh nein. Die Bewohner haben ihr Dorf unten links verlassen. Von ihnen fährt jede Spur. Das sollte am ehesten Sunny machen. Ja. Weil das du wirst hundertprozentig einen Kampf nur anzetteln, den du nicht gewinnen wirst. Ist der denn, der ballert jetzt die drei Fokus rein, dann passiert, passiert im besten Fall gar nichts. Ich würde so lachen, wenn ich jetzt einfach einen Gegenstand bekomme. Versucht halt nicht! Jeder ist für in die Scheiße, die er fahren stand, ist selber verantwortlich. Ach, Kai wurde mit reingezogen. Na, ja, immerhin, damit könnt ihr leben. Das sind doch eben nur zwei Geister. Ja, müsst ihr nur perfekt treffen, ne? Du bist verängstigt? Was zur Hölle macht das? Ja, ich will gerade drauf gucken. Wird im nächsten Zug versuchen zu fliehen. Akai, du Feigling! Kai allein gelassen! Weißt du, er zählst du den Kampf an und dann wirst du Kai auch noch allein gelassen! Mann, du Feigling! Boah, Kai, ey! Ich darf ja nicht warngreifen hier. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Nee, du bist Kai. Warum auch immer. Weil du gerade versucht hast zu fliehen. Warum darf ich eigentlich gar nichts? Du wurdest verängstigt. Frag die Geister. Die Geister haben gesagt, du musst fliehen. Ich hätte keine Wahl gegeben. Oder es zumindest versuchen. Will sich eventuell hinter Kai stellen. Komm in meinen Schutz. Er ist immun gegen alles, den kannst du so oder so nicht leben. Ihr müsst nur treffen. Okay, das war's. Easy. Hätte ich da einfach die 8% gepullt, dann hätte ich es euch allen gegeben, ey. Du brauchst die Kämpfe gegen Dini Janze, denn du gewinnst den Kampf nicht. Da würdest du den Kai noch mit reinziehen, aber ich wette, der verlässt den Kampf instant. Ich muss ja erstmal einen Schritt in die letzte Reihe machen, um dann flüchten zu können. Das sind 5 Gegner, wenn der hinterher halt verkackt sein, die am Arsch. Du Scheiße! Ihr seid am Arsch! Oh nein! Kai, lauf! Lass ihn einfach alleine sterben! Das schafft ihr nicht, der Golem hat 83 Leben! Dafür nimmt er 4 Plätze ein! Das schafft ihr nicht! 30, 30, 30, 43 und 83 und alle haben Abwehren! Das ist nur die Erklärung, dass der Algole mehr Platz einnimmt. Den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Nope. Ihr könnt Wer hat das entschieden? Den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Du kannst es versuchen, Akai, aber ich sag's dir. Kai wird hier so schnell wie möglich abhauen. Sobald er kann. Den Kampf Wenn könnt ihr zu... Den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Scheiße. Autsch. Man muss ja auch ein bisschen taktisch vorgehen. Es ist nicht schlau, jeden Kampf anzuzetteln. Vor allem, wenn man weiß, den kannst du zu zweit nicht gewinnen. Zu viert hätten wir eine Chance gehabt. Aber jetzt stirbt Kai einfach. Ich glaube, du bist tot. Geh jetzt erstmal weg. Ja. Akai hat doch gerade Kai umgebracht. Nee. Tu es nicht, flieh lieber. Wir können es ihn jetzt wiederbeleben, aber den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Allein der Golem kann euch in Alleingang platt machen. Mhm. Der ist ungefähr so stark wie der Troll von der letzten Folge. Den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Naja, immerhin ist mein Charakter auch gut im Abhauen. Du hast Kai umgebracht. Ich weiß jetzt nicht, was mit Kais Ausrüstung passiert. Ich meine, die behältst du. Jetzt nimmt er dich hops. Du hast eigentlich gerade nur Kai umgebracht. Ja, jetzt muss einer zu Kais Feld gehen und ihn wiederbeleben.
Ich hab dir gesagt, den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Allein der Golem konnte euch easy peasy umbringen. Ich wäre auch sofort geflohen. Wir haben einen Erfolg dafür bekommen, dass wir zum ersten Mal wiederbelebt haben. Ich verpiss mich, bevor hey, das war es immerhin wert. Nein. Immerhin haben wir ein Achievement bekommen. Das hätten wir im Laufe des Projekts auch noch bekommen. Das war einfach unnötig. Du hast eigentlich nur Kai umgebracht, das war wirklich unnötig. Ich würde drumherum gehen, sonst musst du kämpfen. Ja dann, du hast hohe Chancen. Wenn er jetzt zwei kriegt. Ich hätte gelacht, er hätte 27 EP verloren. Immunität gegen Diebstahl. Das bringt nur okay. Was bei den Taschen. Kann man behalten, wenn man einen Taschendieb weiß, dass er gleich kommt. Ich nehme es mal mit. Noch ein Wasserring? Plus 10%. Ah, das ist aber das, ja, das ist aber dasselbe. Ja, das okay. Kannst du. Das ist was für dich. Das ist geil. Rüstung, Widerstand. Ich fällt jetzt zwar aus, weil ich nur die Grundmodifikation habe. Du machst auf jeden Fall okay. Mehr Damage, ne? Ja. Nice. So, und nochmal einen Fokus mitnehmen. Let's go! Kai, Frieden, bevor er es nochmal tut. Flüchte! Lauf! Lauf, bevor er dich nochmal in den Tod zieht. Da oben ist schon wieder ein Händler direkt bei Kai in der Nähe. Ich glaube, du kannst da sogar hin. Das ist ja. Aber keiner Nähe? Ja, das ist ein Zauberhändler. Da sollte ich vielleicht nachher hin. Ja, Kai kann für dich ja schon mal einkaufen gehen. Ja. Rum um die mystische Karawane auf Reisen ist die Luft wie von einer schweren Aura durchtränkt. Was hat der denn Schönes? Schriftrolle, Dietrich. Ein Zauberbuch, Blitzstab! Der Blitzstab wäre ganz gut für. Eisstab schwacher, Blitzzauberstab schwacher. Ah, das sind einhändige und das sind zweihändige. Das ist ja, der gut, Unterschied. Na gut, Sunny ist so, so egal, ob zweihändig oder einhändig. Ja. Ich würde den Blitzstab allein schon für Sunny kaufen. Wer weiß, wie lange der noch da ist. Willst du da noch die Dietriche mitnehmen? Die kann man ja immer gebrauchen. Ich finde auf jeden Fall, dass das an sich die Reichweite des Damages echt zu random ist, so von 0 bis 17. Ja, ist halt wie viele davon treffen. 0 ist halt, hast komplett verkackt. Ich glaube, das Rest geht schon. Sunny, hast du eine Teleportationsschriftrolle? Das müsste ich nachgucken, weiß ich gerade gar nicht. Das habe ich gerade eben für dich in der Kiste gefunden. Scheiß mal auf die. Kannst du einen von den zerbrechlichen Gegenständen behalten? Ich bezweifle auch, dass du die Fackel großartig brauchst. Die Fackel und das Entermesser eventuell weg. Ich glaube, die sind nicht mal ansatzweise so stark wie der Feuerschwert. Das Entermesser gibt ja halt einen Goldmultiplikator, was vielleicht ganz interessant ist. Na, Giering kannst du behalten, falls wenn wir wissen, dass da ein magischer Boss kommt. Oder irgendwas in der Art. Du hast zwei Hocker. Soll ich gerade fragen, habe ich zwei Hocker? Einmal verkaufen. Ja, damit könntest du betäuben. Wäre ein Einhinder. Ich glaube, die Fackel brauchst du echt gar nicht. Hast ja eh ein Feuerschwert. Eben. Königliche Keule. Ja, die Keule ist besser als der Knüppel. Vor allem Dingen hat einen weniger. Den Großhammer, den hebe ich mir mal auf. Der ist praktisch. Den Hocker zum kaputt machen. Brauchst du das Entermesser? Ich bin gerade überlegen. Eigentlich ist es ganz gut, weil ich damit sicher Schaden machen kann. Der kann auch offenbar durch Verteidigung durchprügeln. Ja, ich hebe mir das Entermesser mal auf. Den Ring hebe ich mir auf. Den Hocker behalte ich. Den mache ich gleich einfach mal kaputt. Du hast übrigens auch einen Lendenschutz. Im Inventar. Falls den wer haben will. Naja, ich denke mal, bei mir wäre der ganz praktisch.
Dann kann Kai ihn dir ja rübergeben. Aber ich würde ihn erstmal um Verzeihung bitten, dass du ihn umgebracht hast. War gerade eben in der Kiste mit drin. Ja, die ist besser als die Goblin-Rüstung, weil mit der Intelligenz auf der Goblin-Rüstung kann ich sowieso nichts anfangen. Aber behalte ihn mal, Sunny kann ihn gebrauchen. Ich habe gerade eine geile Robe bekommen, ich brauche die Goblin-Rüstung nicht. Okay, verkauf. Genau, der hat gerade einen Zauberumhang, braucht den nicht. Dann hol dir lieber das Gold zurück. Jetzt, also. Jetzt hast du zwei Sachen, die du weitergeben kannst, erstmal. Blitzstab kann ich gleich mal. Wir könnten auch so einen Zunderbeutel nutzen, erstmal ein Zelt aufstellen und uns alle hochheilen und Fokus wiederherstellen. Ja, das Fokus. Aber natürlich erst, wenn wir uns alle versammelt haben. Den Lendenschutz, den hebe ich mal auf. Guck mal, über dir ist auch eine Stadt. Direkt über Kai ist eine Stadt, das Grünsee. Gefährt? Reparieren? Ja, irgendwann, wenn ich das richtig gelesen habe, bekommen wir irgendwann auch irgendwelche Sachen, mit denen wir durch die Gegend eiern ja, können. Ja, es gibt auf jeden Fall auch ein Schiff, damit wir, wo wir übers Meer reisen können. Und da wartet jederzeit ein Megaboss auf uns. Also, ich glaube, das reicht. Den gab es schon im ersten Teil. Es gibt auf jeder Map gibt es den. Wenn man über die Seekarte fährt, gibt es einen Kraken. Und das ist eigentlich einer der stärksten Bosse im Spiel. Uff. Also der kann einen richtig hart vernichten und der kann jederzeit bei der See auftauchen. Ach ja, die Wissenspfeife solltest du anlegen, die ist da direkt rechts. Dann kriegst du jedes Mal, wenn du ein Kraut verwendest, XP. Dann kriegst du, wenn du bei der Eilpfeife, wenn du auf der Obermap bist, dann kriegst du nochmal einen Zusatzfeld, wenn du dich heilst. Blutring. Angriffsschaden. Dann hättest du aber das Ausweichen nicht mehr. Wen das ist. Boah, König. Das ist was für Kai. Rüstungsbrecher? Die ja. Haut wohl rein. Kai hat aber das Geld nicht. Na, Kai hätte das Geld für Kai. Warte mal, zuallererst. Ich hätte jetzt eingegriffen und mal ihn eben. Bastardschwert? Oh. Ja, die Waffen sind ja alle irgendwie cracked für ihn. Wo sind meine krassen Waffen? Ich kann dieselbe Frage stellen. Wir teilen uns die Waffen. Es ist übrigens... Handschuhe für mich! Möchtest du vielleicht die Wissenspfeife ausrüsten? Die alte Pfeife bringt dir überhaupt nichts. Die gibt gar keinen Bonus, die alte Pfeife. Die Wissenspfeife ist ganz... Ja, genau da. Die wäre ganz oben gewesen und muss nicht extra auf den Reiter gehen. Die alte Pfeife ist so gesehen einfach nur ein Platzhalter. Ich denke mal nicht, dass das irgendwer braucht. Nee, ich hab eine neue Robe. Also Talent ist das, das dritte von rechts da unten. Den Handbogen, den kannst du eigentlich auch verkaufen. Die Saufeder will ich behalten. Eventuell. Damit kannst du nämlich durch Gruppen schlagen. Falls du mal mehrere hintereinander treffen willst, aber dafür musst du dann in die vorderste Reihe gehen. Der würde halt nochmal plus 20 ausweichen geben, das Maß. Ja, auf jeden Fall wäre der nochmal interessant. Akaya, lern teilen, guck mal, wie viel Geld du hast. 101. Hab's auch noch nie ausgegeben. Dieser Geldsack. Ich kam nur noch nie in einem Shop. Dagobert Duck. Der gibt auch schon was aus. Ja, für uns sind leider keine Waffen dabei. Aber der Hut ist, glaube ich, ganz interessant für dich. Den will ich mir auch holen. Ist immerhin noch mehr ausweichen. Hab noch nicht genug. Was wichtiger ist, der hat Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das, womit du angreifst. Ja, Sunny hat, glaube ich, schon eine Gelehrtenkappe. Glaube ja. Weg damit. Was man machen könnte, Sunny, du könntest ja Kai was von deinem Geld abgeben. Ich merke mir mal die 63. Du müsstest ihm dann 16 gleich abgeben. Dann könnte er sich die königliche Axt kaufen. Die wäre auf jeden Fall praktisch. Ich glaube, damit kannst du dann auch deinen Hammer ersetzen, oder Kai? Mit dem Schild hier hätte Kai an sich sogar provozieren. Provozieren hat man generell mit dem Schild. Das ist, dass du die Feinde auf dich lenkst. Aber sonst gibt's hier nichts wirklich Gutes, sag ich jetzt mal. Wobei ich die theoretisch holen könnte, aber dann würde ich mein Ausweichen verlieren. Du hättest 4 Rüstung, würdest mehr aushalten. Aber ich habe weniger Ausweichen. Musst du selber entscheiden, Kai. Ist dein Geld, nicht unseres.
Ich gehe aufs Ausweichen. Warte mal, Questbrett. Ja, einmal kurz die Quest durchgucken. Jetzt, wir können uns eine Nebenquest aussuchen. Wichtig, eine. Wir müssen uns gucken. Jeder hat eine andere Belohnung. Und man kann auch nur ein einziges Mal dort eine Quest annehmen. Da können wir Chaos senken. Hier gäbe es die Machthandschuhe. Die wären auf jeden Fall für Kai gut. Hier gäbe es 80 Gold. Ja, bei den Handschuhen, da wäre es wirklich so, wie viel Schaden soll Kai machen? Ja. Gruppen-EP für alle oder ein Kristallschwert. Yeah, what? Aber es ist zerbrechlich. Schaden will Kai machen. Aber es ist zerbrechlich. Das Kristallschwert kann brechen. Deswegen wäre ich wahrscheinlich am ehesten für die EP oder das Gold. Warte. Ich kann hier nicht auf Umschalten drücken. Obwohl es mir das sagt. Okay, also wenn er die Machthandschuhe oder das Kristallschwert. Beides wäre für Kai, also lassen wir ihn mal entscheiden. Ich bin tatsächlich, glaube ich, eher bei den Handschuhen. Das Schwert ist zwar schick, aber wenn es mir während des Kampfes bricht, ist es auch scheiße. Außerdem kriegst du ja nochmal 3 Attack Damage nur durch die Handschuhe dazu. Und 2 Stärke, das generell sein Wert ist. Ja. So, wo findet das denn statt? Ach, guck mal, da neben ist uns. Auf dem Weg. Das ist echt entspannt. Ja, Kaya kann ja schon mal ins Gebiet vorrücken, wenn er will. Wir können die ja gemeinsam kämpfen, weil es wird 100% der Golem mit in den Kampf gezogen. Wir sind nicht in Reichweite. Wir sind nicht in Reichweite. Gerade so nicht. Ich vertraue auf mein Glück. Das wird eh nix. Du bringst Sunny um. Ich bin in Reichweite, aus welchem Grund auch immer. Wer ist das heißt, Golem auf dem Kreuz? Ich werde so schnell aus dem Warte, Schatz ich weiß, wieso du in Reichweite bist. Du hast Unterstützungsreichweite plus 1. Ah, stimmt. Wenn ich wenigstens mehr Damage machen würde. Der ist immun gegen alles übrigens. Du kannst direkt nochmal abschießen. Na gut, einen Würfel weniger, den wir gleich verprügeln müssen. 38! Und du sagst, ja, Kai will mit seinem Schaden übertreiben? Krieg hier! Der Witz meine, ist, der gegen den Eisgolem machst du gar keinen Damage. Guck mal, wie ich gekleidet bin. Rüstung, Angriffsschaden, Schadensreduktion und Geschwindigkeit? Das wäre was für Kai. Nimm mich mal mit. Ja, nimm du das, Sunny, weil du stehst direkt bei uns. Ich weiß, deswegen nehme ich die auch. Noch mehr Schadensreduktion. Sag mal, Kai, wie viel Schaden willst du eigentlich noch machen? Ja. Vor allem, die reflektiert auch schon wieder nochmal 2 Schaden mit den Dingern. Wie viel Schaden will ich machen? Ja, will ich machen. Ein Schritt kann ich noch. Pilze, stell deine Fähigkeiten auf die Probe. Du hast sehr wenig in dem Wert, sage ich dir nur. Du entdeckst einen ungewöhnlichen Pilz, der auf dem morschen Stumpf eines versunkenen Baumes wächst. Essen. Gift. 7% Prozent. Du hättest auch instant sterben können. Egal. No risk, no fun oder was? Ja, in der Tat. Not my problem, sag ich einfach nur. Hallo, mir geht's gut. Ein bisschen. Ich meine, der war ein bisschen, naja, scharf, der Pilz, aber sonst ganz gut. So scharf, dass er dich vergiftet hat. Sven, alle im Kampf beginnen, schlechter. Ja. Oh, aha, was haben wir denn da? Bestimmte Orte halten Belohnung und Stärkung für deinen Charakter oder die Gruppe bereit. Einen Ort warten allerdings Gefahren und Abenteuer auf dich. Das ist ein Lager des Widerstands. Oh, meine Göttern! Hast du mich erschreckt? Was? Du wurdest von der königlichen Wache verfolgt? Aber gerade jetzt? Sie konnten hierher? Tu, was du tun musst, und zieh schleunigst weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich sie aufhalten kann. Oh, guck mal, diesmal ist... es ist schon wieder ein Bild. Ich könnte das Leben wiederherstellen, was Akaya vernichtet hat. Badenstiefel. Ausweichschuhe. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Die Ausweichschuhe. Das Leben wiederherstellen, selber was du vernichtet schuld. Hast. Selber schuld, Akaya. Er hätte die Schuhe genommen, wenn du nicht da gewesen wärst. Du kein dich umgebracht hättest. Ich bin unschuldig. Niemals. Ab Arsch. Warte ich mal. Wurde einfach nur verraten von allen Jesus. So, die königliche Axt ist für ihn.
Das ist nicht mal ein Zweihänder. Hm, das ist geil. Die ist sogar besser als das aktuelle Feuerschwert. Dann würdest du wahrscheinlich sogar anlegen. Aber das Feuerschwert würde ich sowieso behalten, weil das Ding kann bluten und Dingens machen. Der hat auch den schneidenden Hieb. Aber er wollte ja so oder so erstmal den Hocker brechen. Stimmt. Ein Überraschungsgast! Ich darf wieder mal nicht mitmachen, mehr oder weniger. Yay, wir werden ziemlich viel zu tun haben. Ja, der Hinterhalt hätte so oder so nicht funktioniert. Dann mache ich lieber den normalen Kampf. Mann, du Nackedei. Blutvogel. Blutadler. Unser Tank. Unser Held. Zeit, die Vögel vom Himmel zu holen. Du könntest sogar den Magier one-hitten. Tatsache. Der hat nur 4 Abwehr, du machst maximal 39. Du solltest einfach auf den Magier knüppeln. Ich glaube auch, ja. Darf ich fragen, was mit deinem eigenen Auge passiert ist? Was? Du hast es, glaube ich, nicht gesehen, aber bei dem Bild da oben sah dein Auge gerade sehr merkwürdig aus. Okay. Ich will eine bessere Waffe haben, verdammte Scheiße. Ja, dann bete zum RNG-Gott. Bete zu RNG-Jesus. 2 Blocken, Alter, weil ich aus. Ist ja niedlich. Ja, ich sag's doch, ich meist keine Leute rein. Rechtsstoß oder Linksstoß? Ey, was ist der Unterschied, ist die Frage. Ob ich von rechts oder links zuschlage? Ja, aber ob du jetzt eine rechte oder eine linke mit dem Stuhl rüberziehst, was ist der Unterschied? Es gibt keinen. Aua. Komm, vernichte den Blutvogel. Wenn du auch nur Schneeball? So... Schneeball hat keinen Schaden. Aber es kann benommen machen und vereisen. Dann gehe ich damit mal auf den Blutvogel. Betäubung. Warte. Ah, okay, kann gerade. Ich will nur mal kurz gucken, was der Frost kann. Dafür muss ich einmal eben kurz das Chatfenster hier aus dem Bild nehmen. Plus 25% erlittener Schaden, okay. Okay, dann hau ich den. Ja, man sieht auch, ich. Jetzt kannst du hier wieder. Irgendwie gerade 18 Damage und ich weiß nicht warum. Bei dem 25% mehr kriegt. Ja, aber das ist nicht nur bei dem gewesen, das ist auch bei dem anderen gewesen. Dann hattest du ein Level up. So. Nee, ich bin immer noch Level 3. Vielleicht kloppt. Ach, guck mal. Der ist auch nach rechts geflogen. Ich kann ihn entweder nach links oder rechts schieben. Du haust ihn auf die andere Seite. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Kann echt nützlich sein. Braucht man nicht lange überlegen. Ja, das ist ein Ding, was Intelligenz braucht. Ihr seid ja nicht so intelligent, ne? Du hast mehr Reichweite damit. Ich lass Instinkt regeln mit Ausweichen und so. Ist hier sonst irgendwas in der Nähe eigentlich? Das ist die Quest, die läuft ab. Ja, aber ich wollte eigentlich. Ah, sehen, guck mal, wir haben nochmal ein lockendes Becken gefunden. Das ist cool. Entdecke Meere, um schnell zwischen ihnen hin und her zu reisen. Wir können uns jetzt nach unten teleportieren, wenn wir wollen. Ein geheimnisvoller Gegner wäre auf meiner Reichweite. Wenn es fehlstreckt, dann kriegt er eine extra Runde, ne? Ich glaube, da ist dann noch ein zweiter Würfel mit bei, weil es eine Quest ist. Ich will ja nicht farbenblind sein, aber die sind doch lila und nicht blau, oder? Oder kommt das nur von mir? Das ist eventuell auch einfach nur das Licht. Das ist ein dunkles Blau. Wow. Also wenn du das Ding verfehlt hättest, dann. Ich glaube, ich gehe auf die Glefe. Einfach um dir mehr Schaden zu machen. Vorher. Naja, sagen wir es mal so, wenn ich das verfehlt hätte, dann hätte ich definitiv in den falschen Stat gesetzt. Du kannst denn so oder so oder keine auch. Effekte anhängen. Geschwindigkeit ist.
Ach, du kämpfst jetzt sogar mit Geschwindigkeit. Gerade. Weil der Wert höher ist. Du bist übrigens dran, nicht ich. Makaya. Kämpfe ich normal sonst hier mit Wahrnehmung, oder wie? Ja. Aber Geschwindigkeiten setze ich halt auch auf den Bogen ab. Sicher, dass ich nicht mit beidem kämpfe? Genau, ich kann mit Bogen. Nee, hauptsächlich mit Wahrnehmung. Da habe ich den Crit reingedübelt. Hau ich ihn nach links oder nach rechts? Nach hinten. Kann ich nicht, würde ich gern. Ach, den kann man auch nicht wegstoßen, okay. Au! Machen die Schaden. Okay. Dann gehe ich mal nach vorne und hau mit meiner Glefe zu. Also ich würde sagen, man muss halt in den richtigen Stat investieren. Haben die mich eigentlich angegriffen? Ja, haben die. Du solltest dich eventuell hinter Kai stellen. Kann es sein, dass ich ausgewichen bin? Ja. Kann sein, ja. Ich mach Durchstoß. Ich hab in den richtigen Stat investiert, ich sag's euch. Ist ja auch nicht verkehrt, ins Ausweichen zu investieren. Ich würde mich wirklich hinter Kai bewegen, damit er für dich blockt. Ich halt genug aus. Wird schon schief gehen. Machen wir es einfach halt. Dann halt einfach so. Mann, ich will gucken, wie weit ich mit Dodgen komme. Oh, AOI. Ja, easy, ausgewichen. So und nicht anders. Autsch. Wie war das? Hallo, ich bin aber dafür einige Mal schon ausgewichen. Karma ist eine Bitch. Tschüss. Okay, das Ding haben wir schon mal. Ich habe nicht gesagt, dass ich immer ausweiche. Nur noch ein Würfel ist übrig. Heute gibt's Wackelpudding. Den gibt's doch eh schon. Ich bewege mal Kaida wieder weg, sonst kommt der AOE-Damage zu ihm. Als wäre das einen Unterschied machen. Der ultimative Stuhl! Jetzt AOE der euch beide nämlich. Ja, ich bewege mich. Ich bewege mich nach rechts, dann ist es nicht mehr so. So, wir stehen alle nicht mehr beieinander. Let's go, Akaya. Die Gelatine wird weggeklatscht. Kai ist vergiftet. Der Stuhl will aber auch nicht brechen. Get aim. Get more ausweichen. Okay, der ist tot. Man kann nie genug ausweichen haben. Ich hab ja auch den Lettenschutz, so ist das nicht. Ich will später wirklich einfach rein auf Ausweichen gehen. Nimm ich mal. Ich bin einfach der magischer Schaden. Ich behalte das mal in meinem Inventar für dich. Gib ich dir gleich. Jo. Okay, das könnte eine Mimik sein oder es könnte ein Schatz sein. Es kann auch eine Bombe sein. Wer opfert sich fallen? Akaya opfert sich. Ich hab Glück. Guck, ich hab Glück. Geld. Teilen. Ich glaube, den brauchen wir. Ausweichen! Den kann Kai gleich verkaufen. Kann ich den equippen mit irgendeiner Waffe? Nein. Ich will ausweichen. Nein, kannst du nicht. Nein. Du bräuchtest dafür einen Händer gleich. Und all deine Waffen sind zwei Händer. Du kannst nicht mit dem Bogen mit einer Hand schießen, das geht nicht. Das geht? Ich meine, es gibt Leute, die schaffen es auch ohne Hände. Also ich habe die Armbrust noch, ich könnte den verwenden. Mann, das Ausweichen. Ich hätte es so gerne. Das sind 8 Ausweichen. Ich nehme den mal, den kann ich nutzen, wenn ich den anderen habe. Wenn ich auf der Armbrust bin. Alles klar. Ach, ein zerbrechlicher Schild, okay. Aralie, die Verwendung einer Aralie im Kampf bereitet das aktuelle Vorbild von Verderben und verleiht vorübergehend Immunität. Nimm mal. Viel Spaß damit.
Das kannst du mal für Kai aufbewahren. Kannst es ihm, glaube ich, eigentlich auch instant rübergeben. Er steht direkt neben dir. Also müsstest du ein Feld nach unten und dann könntest du es ihm rübergeben. Der Brunnen da ist nur zum Schnellreisen. Ich würde nach unten gehen. Ja, oder nach da ist relativ egal. Der ist in deinem Inventar. Die Handschuhe. Ganz unten. Oder du machst so. Ein paar Felder hast du noch. Nach rechts folgen wir. Rechts geht die Quest weiter. Das ist auch eine da ist auch eine geheimnisvolle Mitmachsache. Mal wieder. Etwas Unbekanntes. Sunny, wo hast du den ganzen Schaden eigentlich her? Von einem der Kämpfe. Der doch auf die Fresse bekommen. Erstmal. Oh! Ein Dungeon! Okay, ich zieh uns mal alle da rein, ne? Jo. Dann sind wir auch alle bei einem Feld. Und Tani, du kannst dann ja einmal die Gruppe heilen. Mit deinem Heilungsstab. Das war der Plan. Ich kann dir dann auch instant das Teil rübergeben. Heilen müssen wir nicht. Nö, brauchen wir nicht. Nö. Können wir also, eigentlich direkt weiterziehen. Kai ist der Einzige, der einen wegbekommen hat. Ja, er tankt ja auch. Ja, also, wer braucht eigentlich einen Tank, wenn er ausweicht? Okay. Ich habe zwei Dietriche, ich nutze mal. Die verschlossenen Truhen sind nie Mimics. Ne? Die kennen wir doch irgendwo her. Das ist doch eine Verarsche. Das ist kein Katana. Erklär das dem Spiel. Spielentwickler, komm her, das ist kein Katana. Ich nehme mich mit zur Brust. So. Yo. Mal schauen, was hier so schön ist. Das ist eine Dungeon-Kiste. Da ist Ultra-Loot. Wir haben 55 Gold. Wissensbuch, das können wir im Wissensladen ausgeben. Gebt alle Flüche auf. Nehme ich mal mit, weil ich könnte das theoretisch... Minus 10 Geschwindigkeit. Egal, die ist Damage. Ja, darf ich? Jungs, wer will? Ich hab meine Glefe, ich gönn ihm. Ich krieg dann aber den nächsten Bogen, okay? Prügelt euch drum. Prügelt euch um den fucking Feuerbogen. Ich gönn ihm, ich hab meine Glefe, mit der mache ich schon gut Damage. Die nächste. Damit mach ich einen Damage mehr, yay. Du hast sogar noch mehrere Fähigkeiten dazu bekommen. Und du, den nächsten und du Bogen halt Feuer, krieg ich dann aber. Ich brauch auch einen besseren Bogen. Das ist, denke ich, fair. Weißt du, was du machst? Warte, bevor du beendest, du könntest auch mal so eine Teleportations- bzw. Portalschiffrolle machen und uns einfach einen Shortcut machen. Stimmt. Guck so, mal, wo war denn die Quest? Stopp ein bisschen weiter unten. Du hast rechte Maustaste gedrückt. Da ist es, der Gefängnis. Ja, ich weiß, wollte ich ja auch. Dann könnten wir nämlich alle einen Shortcut dorthin verwenden. Die chaotische Energie von Farul war stets jenen zu willen, die sie sich untertan machten. Ihre Nutzung sind nur durch die Vorstellungskraft Grenzen gesetzt. Da können wir einfach durch. Willst du nicht vielleicht auf uns warten? Okay, ich muss jetzt hier wirklich auf euch warten. Ja, dann warte ich auf euch. Muss er kann es locker soloen. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, deswegen. Ein Gefangener wäre nicht. Es ist ein Gefängnis in Transport, ne? Also, da warten Wachen auf uns, ziemlich sicher. Wo gammelt denn jetzt überhaupt der Ehemann? Schlichtweiten. Angeblich dort. Also, wenn, sollten wir das eher als Truppe machen. Weil das ist eine Story-Quest. Die wird nicht so einfach. Warum zieht er nach rechts? Keine Ahnung. Ja, kannst ja dort Zug beenden und ich fessel das dann. Kannst auch wieder zurück, wenn du willst. Also, das müsste eigentlich ein Kampf sein. Entweder das oder das mit dem Ehemann. Ah, guck mal, die Märkte gehen und Questen wurden aufgefrischt. Das ist ja nice. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir dahin rennen sollten.
Ja, wollen wir mal kurz gucken? Auch mal kurz da gucken, wo man sich hinporten könnte, über dem, das Becken in der Nähe, das ganz unten. Kann man ja auch gucken. Hier im Lokal. Einfach nur gucken, was die gerade so auf dem Markt haben. Müll. Neuer Bogen. Das ist Müll. Ja, okay. Das ist wirklich Müll. Aber die haben eine Saufeder noch mal. Jetzt schwing deinen Arsch runter. Bin dabei. Siehste, ist ein Kampf. Ich hatte mich schon gefragt, ob ich mich selbst befreien muss. Aber schön, dass du aufgetaucht bist. Deine Freunde werden nun das gleiche Schicksal wie du erleiden. Kämpfen. Ich habe übrigens gerade auch kurz Standbild gehabt. Du hast es bisher geschafft. Nicht schlecht, das muss ich dir lassen. Für ihre Majestät, die Königin, wirst du heute sterben. Alter, hat der viel Leben. Nein, der sieht doch übel krass aus. Okay, die Magier übernimmt ihr. Ich guck, dass ich den bin dran. Hauptmann rausnehme. Ich nuke da einmal alles weg, außer den Gliefe. Du bist. Ey, das bin ich. Ich weiß. Hier, ich hau einmal komplett rein. Ja, der Feuerbogen bringt, den hätte ich auch gern. Der bringt's richtig. Nur bringt bei der Wache nicht so viel. Weil beim Hauptmann bringt's nichts. So wirklich. Der hat einfach zu viel Defense. Da muss Sunny reinprügeln. Ja, am besten mit dem heftigen Schockblitz. Ich bin froh, dass ich hinter Kai stehe. Ich will ehrlich gesagt nicht hinter vor Akai, Akai stehen. Akai, du hast doch sowas Schönes im Bein stecken. Ey, ganz ehrlich, der hat so viel Leben. Scheiß mal eben kurz auf den Hocker. Scheiß mal kurz auf den Hocker. Bei Erfolg, Rüstung runter. Das wäre praktisch. Ich kann den Hauptmann auch ohne Probleme selber erledigen. Macht ihr ruhig die Minions. Jo, der hat einfach komplett seine Defense verloren. Rüstungsbrecher. Scheiße, der ist schlau. Der ist aus dem Feuer gegangen. Ah. Oh nein. Ich glaube, da musst du einmal deine Glefe. Du musst deine Glefe mal sprechen lassen. Kai muss geheilt werden. Ich weiß, ich seh's. Au. Nicht au. Easy. Du musst dich definitiv um die da kümmern. Um die beiden am Rand. Da kann ich nichts wirklich machen. Doch, mit einem Fall, so einem Himmelsfeuer kannst du, glaube ich, jetzt die beiden rechts umbringen. Den weiten Wolf und einen der Magier, ja, ja. Das wäre, glaube ich, nicht allzu schlecht. Dann wären wir zwei schon mal los. Du musst sofort Kai heilen. Ich weiß. Kannst aber leider erst nächste Runde. Mach Schützen, dann bleibt Kai am Leben. Schützen. Hätte das jetzt verkackt, ne? Die geht den kompletten Schaden des nächsten Angriffs. Wieso läuft der freiwillig in das Feuer aus dem Schutz heraus rein? Keine Ahnung. Au! Der Crit war böse. Vor allem, der hat mich nach hinten geschleudert. Warte. Rüstung haben die eh nicht. Ach, ne, er hat ja EP bekommen dadurch. Er ist mitten im Kampf ein Level up. Er hat gerade ein Level up gemacht dadurch. Und sich dadurch vollgeheilt. Okay, den Schaden bekommt Kai sowieso nicht wegen meinem Schutz. Alter, Schutz ist mega geil. Oh nee. Ich wurde zu dir hingeprügelt. Das geht nicht auf meinen Mist. Du kannst trotzdem mich heilen.
Ja, dich soll ich heilen. Ich bin dran und ich kann nichts machen. Kannst einen Bogen ausrichten. Ausweichen. Den Bogen. Bitte. Tja, war wohl nix. Erledige mal den Magier mit dem Feuerpfeil. Habe ich irgendetwas, was hier so ein bisschen heilt? Nein, du kannst ja auch keine anderen heilen. Du kannst, wenn, nur dich selber heilen. Das mit der Gruppen heilen, ja, das kann ja nur dann den Stab. Ich bin ja auch ein bisschen... Ich bin ja auch hier so ein bisschen am Arsch. Du kannst eigentlich alle drei treffen mit dem Feuer, mit Feuer, und dann haben wir nur noch die, den Hauptmann. Ich weiß, dass ich alle drei treffen kann. Na, und die und den Waldläufer noch. Rette mich! So. Heil mich bitte! Du musst, glaube ich, zu mir kommen. Ach, du kannst jetzt nicht mal heilen. Rette mich bitte! Der Magier ist ewig. Der ist am Brand gestorben. Ja, ich muss gerade gucken, dass ihr das alle so ein bisschen überlebt. Ach, provozieren! Bitte, geht mal von der Maus weg. Ich hab die Finger nicht an der Maus. Was macht der da? Ich bin dran. Keine Ahnung. Und ich kann eigentlich gar nichts machen. Kannst du neue Waffen legen und dann angreifen? Ich bin geschockt. Ich kann nur Ginseng. Du machst das. Ist eh nur noch einer am Leben. Ja, heil dich mal lieber selber. Kann gerade keine Gruppenheilung machen, der Sunny. Ich glaube, Lehm wäre hier gerade besser. Obwohl, nee, warte, der ist gegen Lehm immun. Der hat da oben das Lehmzeichen mit durchgestrichen, der ist gegen Lehm immun. Nee, das ist nicht Lehm, das ist irgendein anderes Zeichen. Oder? Das ist verschieben. Gegen verschieben. Lähmung ist er nicht immun. Dann mach Lehm der Schuss. Kann er nicht. Er hat doch auch den Schock drauf. Ach ja, oh Mann. Okay. Rette mich. Du kannst mich immer noch heilen. Oder er klatscht ihn einfach kurz weg. Dachte, ich darf weiterleben. Sag mal, warum habt ihr alle so 60 Leben und ich nur 39? Autsch. Etwas Neues freigeschaltet. Geistertoffi. Ich mach mal die Rüstung wieder weg. Der verdient sie nicht. Mach das mal. Fuck. Er mag dich wer. Salziger Plumpf hier. Ich glaube, der versucht sich gerade seine Truppen zurückzuholen oder so. Ich glaube, er hätte einfach eine Truppe gebufft gehabt in dem Moment. Ah, oder so, das kann auch sein. Wo ohne Truppen geht das nicht mehr. Das ist ganz geil, dass er keine mehr hat. Hack. Ah, okay. Ja, kannst du den Feuerfall machen. Sagt wer? Oder hast du den Schock noch? Jetzt kannst du endlich die Waffe wechseln. Richt ihn hin! Ich glaube, der Eisstab ist sogar noch mal stärker. Richte ihn hin! Richte es hin, bevor es Eier legt. Für uns trägt zwei Fokus auf jeden Fall. Tschüss. Krepp hier! Weg! Junge, die Menge an Gold. Boah. Ich nehme mir alles. Federhut. Oh, der hat Ausweichen. Du hast ein besseres Ausweichen, meiner. Ja. Nämlich. Kai.
Und das ist mein Bogen. Du hast schon einen guten. Du hast da 4 ausweichen. Dafür hast du einen Stab jetzt. Den ich eventuell eh nicht nutze. Ihr könntet ja theoretisch, wenn ihr wollt, den Bogen tauschen. Aber ich frage mich gerade, ob das hier noch lange geht. Wenn ihr wollt, könnten wir auch für heute jetzt so langsam Schluss machen. Weil ich muss an sich noch einkaufen und um 22 Uhr hat Laden dicht. Ja, oh, danke für die Hilfe. Oh, danke für die Hilfe, wirklich. Ich will ja gerne mit dem Feuer, aber das wurde sogar mir ein bisschen zu heiß. Wir haben vielleicht ein bisschen nachgeholfen mit dem Feuer. Es wird wohl Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Grisel. Ich arbeite mit dem Widerstand zusammen, um Rosum und Einheit zu gebieten. Wir können wohl davon ausgehen, dass wir in dieser Gegend nicht willkommen sind. Machen wir uns also aus dem Staub, bevor die Wachen auftauchen. Ich finde es halt lustig, wie hier dieser Dialog halt einfach zu der Art und Weise passt, wie wir die bekämpft haben. Aber halt so wirklich ganz genau, ey. So, dann mache ich jetzt mal speichern und beenden. Dann machen wir hier jetzt mal für heute so langsam Schluss. Wir haben auch wieder gut Fortschritt gemacht. Das ist vollkommen fein. Ja. Und ich habe geile Waffen. Und wir können jetzt im Wissensladen auch Sachen ausgeben vom Prinzip her. Dann kann man das fürs nächste Mal so ein bisschen schon mal haben. Zum Beispiel könnten wir den Wanderheiler freischalten. Okay. Können auch Ausrüstung kaufen? Dann kann man die standardmäßig, glaube ich, anfangs mitnehmen. Wenn man die hier kauft. Das ist sehr cool. Kannst beispielsweise einen zweiten Goldbeutel oder eine Visionsschriftrolle. Oder einen 25er Goldbeutel. Was sind da noch so an Sachen? An Eigenschaften kann man sich auch was mitnehmen direkt von Anfang an. Ich glaube, das hat er die ganze Zeit gemacht. Ja. Skins könnte man auch freischalten, da haben wir tatsächlich zumindest 3 Rucksäcke. An Söldnern könnte man noch zusätzlich was freischalten. Oh, können wir den einen freischalten? Nee, das sind die wir schon kaufen können, die schon hell sind. Ach so, okay. Ich würde tatsächlich sagen, Standorte den Wanderheiler schon mal freischalten. Ja, klingt gut. Weil der kann jetzt auch während unserer Sitzung noch jetzt auftauchen. Wir haben unseren ersten Kauf im Wissensladen gemacht und auch den Erfolgkauf bekommen. Na gut, an der Stelle schmeiße ich die beiden mal aus Parsec raus. Wenn sie mich lassen. Wir machen dann hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like später auf YouTube da lassen. Und Follow auf Twitch. Und wir machen dann an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle schon mal. Euch ciao.